gehe direkt. Meeting vorbei. Habe ich Nein, jetzt jetzt direkt wissen keinen Bock mehr, wenn es aufgenommen wird. jetzt wisst ihr alle, ihr werdet aufgenommen, genau. Oh mein Gott. Sehr gut. Ja, ich habe gerade schon gedacht, so, warum spricht der Computer mit mir? Diese Sitzung wird aufgenommen. Die Whiskey-Base-ID lautet. Geil, live. Oh, hast du alle rausgesucht? Kannst du heute? Könnte ich eigentlich mal live pitchen? Nee, von das, was ich euch geschickt habe, habe ich das nicht rausgesucht. Nee. Und ich habe es von unseren auch nicht. Also, oder doch, müsste ich eigentlich noch haben, oder? Ja, wer weiß. So, herzlich willkommen bei Dram Good. Das ist die geilste Vorbereitung wie immer. Also, Whisky ist in den Gläsern drin. Mehr Ich muss würde es sagen, ja wohl Gläser nicht stehen haben. hier, Whiskys, wir müssen uns noch auf eine Reihenfolge einigen. Wir können gerne mit eurem starten oder so und dann gucken, was wir von meinem noch trinken und dann. Sollten vielleicht einmal kurz sagen, wer wir sind und was wir machen, damit die Leute, die das Ganze als Video sehen, auch eine grobe Vorstellung davon haben. Ja, ich Ach muss aber ja so. eigentlich vorher das Entree machen. Genau. Das Entree. Wir haben Höre ja ich immer, immer wenn wir als Gäste Altstadt. haben, wenn wir Gäste haben, das weiß ja der Paddy, wenn er unseren Podcast hört, dann gibt es ja immer ein Entree vorher. Genau. Richtig, genau. Wollen wir starten? Starten wir. Dann starten wir. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Aber wir sprechen heute mal wieder nicht alleine mit euch. Also nur Tim und ich zum Thema Whisky. Denn wir haben wieder Besuch. Wir haben Gäste. Und diese Gäste, die führen uns zu einer Weltpremiere in dieser Show heute. Tatsächlich. Das hatten wir noch nie. Und zwar die Tatsache, dass die Gäste sich selber eingeladen haben. Normalerweise laufen wir den Leuten ja mal hinterher und sagen, hier, kommt mal bitte in unsere Sendung, in unsere Show. Wir haben ein cooles Format. Setzt euch da mit uns rein. Genießt ein, zwei Stunden. Nee, das war so. Da haben die beiden Kollegen sich bei uns gemeldet und haben gesagt, ey, hier, schick uns mal eine Einladung. Wir haben Donnerstag Zeit. So fränkisch-hanseatische Dreistigkeit quasi. Mit der die beiden unsere Show geentert haben. Aber wir haben uns natürlich mega gefreut an diesen kleinen liebgemeinten Reminder, dass wir unbedingt mal wieder hier gemeinsam ein bisschen Whisky probieren sollten und quatschen sollten. Tim, wen haben wir denn heute da? Lieben Freunde aus dem Norden, die Malt Mariners. Meine Zunge ist schon lahm. Ich habe noch nichts getrunken. Hallo Hallo! Leon, hallo Paddy. Moin, ihr beiden. Moinsen. Jetzt sind sie geschockt von Also, mein meinem lieber Intro. Das Olli. tut mir natürlich leid. Olli, wir müssen viel mehr miteinander kommunizieren. Ich habe doch mit Paddy geschrieben. Und ich habe doch gesagt, ey, yo, habt ihr Bock? Du hast mir erzählt, die haben sich angemeldet bei uns. Nein, ich habe gesagt, ich habe mit Paddy geschrieben Ah, und guck die hätten mal. Bock am Donnerstag. Das hat mir der Tim ganz anders dargestellt. Jetzt stehe ich natürlich wie ein Oh Arsch da. Gott. In Wirklichkeit ist das ja so. Ich so als langer Fanboy, der Dram Good, der härteste Dram Good Fanboy seit Stunde 1, möchte ich mal so sagen. Ich habe natürlich einfach telepathisch praktisch Tim geschrieben im Kopf, dass er mich mal anschreiben muss. Und dann hat er es gemerkt, so, wir müssen mal wieder Paddy einladen und vor allen Dingen auch Leon. Mit Leon auch mal wieder Bock hat, weil Leon ist ja so, ich bin so ein audiophiler Mensch. Ich höre ja viel und gerne Podcasts. Natürlich Meinst besonders audiophil? audiophil. Sagt man das Ja. so? Ja, Hast du viel gesagt Audio. audiophil? Audi viel. Audi, Audiophil. ich fahr viel Audi. Nee, stimmt nicht, aber richtig. Und Ich deswegen habe ich Leon audiophil. gesagt. Ich meine, Leon so Bock auf Podcast und er war so, klar. Und hier sind wir Nice. jetzt. Und ich glaube, ich finde das jetzt schon lustig, weil wir müssen ja so ein bisschen darauf achten, wenn wir sprechen, dass wir nicht ganz so übereinander reden. Aber gleichzeitig wird das ja eventuell sogar eine Videoaufnahme. Also sieht das im Video bestimmt lustig aus, während einer redet und alle schweigen und Faxen machen. Aber ja. Leon, bist du auch so kribbelig wie ich? Ja, ich bin, glaube ich fahre immer noch auf Adrenalin, Restgas, glaube ich. Ich habe quasi bis 15 Minuten vor der Aufnahme mir noch eine Pizza reingeschoben und den ganzen kompletten Tag durchgearbeitet und irgendwie gerade noch ein Tasting-Release rausgeballert. Deswegen, bei mir ist es quasi so, ich fahre gar nicht runter, ich bleibe quasi direkt im Arbeitspegel und springe direkt auf den Whisky-Zug auf, so wie sie das bei uns gehört und das auf den Messen auch machen. Da fahren wir auch, also haben wir auch mal 3 Tage Adrenalin und Standgas gehabt, ne? So ist das.
Konstant hohe Leistung. Mega gut. Aber ich fand auch unsere Kommunikation geil einfach. Ne? Kurz geschrieben so, habt ihr Bock? Ich frage mal Leon. Jo, passt, ab geht's. So stelle ich mir das vor. So, kurze Wege, kurze Wege. Ja. Ja, vor allen Dingen bei mir kam dann nur an, du Oliver, der Paddy und der Leon, die wollen Donnerstag mit uns einen Podcast machen. Schaffst du das morgen noch Samples wegzuschicken? Ja, genau, so war es bei uns auch. Ich habe Paddy auch irgendwie so hinterher. Kannst du schnell noch irgendwie was machen, noch Montag, Dienstag? Also, ja, dann kam irgendwann so die Nachricht, ja, Samples noch raus. Also, okay, alles klar. Cool. Ja, geh Hat auch mal sehr gut in deine geklappt. Ich Nacht. habe sie heute abgeholt. Ja. Hat alles noch geklappt, Gott sei Dank, ne? Also, obwohl hier Schnee und Wetterchaos und keine Ahnung was, habe ich das Montag aufgegeben mal eben und habe gehofft und gebangt, dass das klappt. Und es hat geklappt, hervorragend. Also ich habe mich echt gefreut. Ich war auch irgendwie, weißt du, bei solchen Sachen, ich war immer so, ist das ein Kilo, ist das kein Kilo? Ich habe keine Waage hier, so ein Mist. Ich habe dann einfach viel zu viel, glaube ich, frankiert. Habe das dann groß mit Edding draufgeschrieben und ich weiß auch nicht, das war auch katastrophal eingepackt. Deins war ja so richtig schön akkurat. Das hat mir ja so richtig so schön die Kleberränder und ich habe da gefühlt so den Kleber drum gewickelt und das einfach in den Postkasten geschmissen. Und gehofft, dass es ankommt. Da ging auch nichts mehr rein. Ich glaube, ich habe einen kleinen Schnipsel reingekriegt und der Rest war einfach nur in Papier eingewickelt. Nein, Nö, hat läuft sehr gut aber. gepasst. Und als um 10:30 Uhr heute die Postfrau hier mit dem kleinen Kartönchen in der Hand vor der Tür stand, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Weil ich habe auch schon gedacht, ah, nee, du guckst auf die Uhr irgendwie nach 10, normalerweise ist die Post früh da, immer noch nicht da, weißt du? Das ist halt. Hast du das Leon, vorher das noch hast du nicht gerade gezeigt. gelesen? Was hast du gerade gezeigt? Sehr geil. Ich hab bei Leon. Ach, geht's um den Ledeck? Genau. Ich habe bei Leon Ledeck draufgeschrieben. Ledeck? Und der Mordlachs. Der Mordlachs. Mordlachs. Der Mordlachs. Ja, aber ihr habt uns ja auch was zugeschickt. Ihr wart ja viel, viel fleißiger und viel. Ihr habt ja quasi Streber-Vorteil aus der ersten Reihe und ihr habt uns direkt irgendwie zwei Sachen geschickt. Wollen wir mit einem von euren Sachen anfangen, weil ihr habt nicht so hohe Wohnungsprozente, ne? Wobei wir haben viel Rauch irgendwie dabei. Ja. Was ist Ja, denn? gerne. Ihr dürft mal erklären, was das dieses. Ich werde es wahrscheinlich mega falsch aussprechen, weil ich überhaupt kein Französisch kann, die Sprache. Valin Terissi. Tertiaire Horst d'Arche. Ist das ein Rum, sag mal? Das ist ein Cognac. Habe ich das nicht draufgeschrieben, Cognac. Cognac? Habe ich gar nicht draufgeschrieben. Ich halte mal die Flasche in die Kamera. Kann mir jemand von euch sagen, wie man das richtig ausspricht? Nein. Valin Terissant, glaube ich, und Tennis. Ordage. Wenn ich mich nicht ganz irre mit Ja. Ordage. Ordage ist ein sehr hohes Alters. Gütesiegel, wenn ich mich nicht ganz irre, ich habe heute erst was über Cognac gelesen. Wenn ich Ja. mich nicht irre, mindestens 10 Jahre alt, meistens über 30. Okay, krass. Genau, und das soll hier auch in der Flasche sein, nämlich über 30 Jahre altes Zeug. Also das ist quasi dieser Valin-Tercinière, den ich im Übrigen genauso wenig aussprechen kann wie Leon, aber dieses Cognac-Gut, das ist halt so ein eher, es gehört nicht zu diesen großen Marken. Ne? Also sowas wie Hennessy oder sonst was. Also was man halt so kennt aus den Courvoisier oder so, ne? Diese großen bekannten Marken, sondern das ist eher so zweite Reihe. Aber was bei denen das Besondere ist, die Sachen, die sind alle nicht gefärbt, die sind nicht kühlgefiltert in irgendeiner Form. Das ist alles pure Natur, allerdings natürlich runtergestrippt von Volumenprozenten, weil Cognac in Frankreich eigentlich fast nie in Fassstärke oder so abgefüllt wird, sondern das ist immer auf Genießer Level runtergedreht. 40%, 42%, 45%. Also wenn die über 45 ist schon echt selten. Ja, und Farbe ist mega krass. ja, der ist, wie gesagt, ist eine Horst d'Arche ist quasi eine Qualität, wie der Patty das gerade sagte. Und da redet man von bis zu 30 Jahren. Krass. Sollen wir noch mal kurz was zu uns erzählen? Weil ich weiß ja nicht, geh mal davon aus, dass nicht jeder eurer Zuschauer uns kennt. Also, Paddy kennen sie alle. Okay.
Ich spreche, nein, ihr könnt also so einen kleinen Pitch dazu wäre auf jeden Fall ganz sinnvoll, glaube ich, nochmal. Ja, also ich bin gerade schon voll. Ich stecke gerade schon voll mit der Nase in diesem Konjektchen. genau, also nur kurz zum Kontext vielleicht. Malt Mariners, Paddy und Leon, wir machen quasi, zum einen machen wir YouTube-Videos, Whisky-Reviews und so weiter. Was man da halt so macht, trinkt Whisky und redet darüber. Also im Grunde so, wie ihr das mit bei Dramgood macht, machen wir das quasi auf YouTube vor der Kamera. Und zum anderen haben wir halt noch ein Tasting-Gewerbe, wo wir halt Whisky-Tastings anbieten für Privatpersonen und gewerbliche, für Firmen, Hotels und was man alles so machen kann. Ich meine, das ist natürlich alles momentan im Online-Bereich verschoben. Funktioniert aber ganz gut eigentlich. Also ich habe das Gefühl, dass wir da ziemlich nahtlos vom Real-Tasting zum Online-Tasting gewechselt sind, glaube ich, Anfang des Jahres. Ne? Wir haben irgendwie gefühlt so den Laptop eingepackt oder den Laptop von einem auf den anderen Tisch gestellt und haben online weitergemacht. Aber ich glaube, das hat für uns halt ganz gut funktioniert, weil wir irgendwie ja die letzten 2 Jahre schon mit dem YouTube-Kanal schon irgendwie so ein bisschen vorgearbeitet haben. Der Witz, was ich halt daran eigentlich ganz interessant und lustig finde, ist halt, dass wir das gar nicht geplant hatten, eigentlich den YouTube-Kanal und die Tastings zusammenzubringen. Das war für uns eigentlich so ein Spaßprojekt nebenher. Und das ist dann irgendwie so organisch zusammengewachsen irgendwie, ne? Recht schnell. Also das war gar nicht so hatte gar nicht so den so ein Kalkül dahinter, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Aber wie das halt oft so ist mit guten Ideen oder mit Sachen, die dann funktionieren, hat das irgendwie ganz schnell geklappt so. Und gefühlt hat euch auch ja so ein bisschen dieses ganze Lockdown-Ding, also zumindest kommt es mir so vor, in die Hände gespielt, wie bei uns auch, dass ihr im Endeffekt auch die Frequenz eurer Videos natürlich erhöht habt, gefühlt. Also, dass ihr im Endeffekt mehr Content liefert. Man darf euch ja gratulieren. Ihr habt ja die magische Grenze der großen 1000 überschritten auf die nächsten 1000. Glückwunsch nochmal dazu. Mega cool. Herzlich willkommen nochmal und schön, dass ihr da seid. Ja. Und ich freue mich sehr, Nummer 2 oder eigentlich schon Nummer 3, die wir zusammen machen, ne? Eben. Genau, Paddy, sag mal du. Ja, eigentlich schon Nummer 3. Ich bin ja schon so die inoffizielle Whisky-Base-ID-Stimme von dem Podcast, was mich ja immer echt ehrt. Also ich feiere das immer jedes Mal hart ab, weil ich höre ja euren Podcast tatsächlich jeden bis jetzt mehrfach. Und es ist halt immer lustig, weil habe ich ja gerade schon mal auch gesagt, man kennt eure Stimmen, man hört euch gerne zu und dann auf einmal kommt dann irgendwie Olli, der sagt, ja Mensch, Paddy, sag doch mal eben die Whisky-Base-ID. Und ich stehe dann halt irgendwo im Wohnzimmer so, hä, was? Was? Wie jetzt? Und dann höre ich meine eigene Stimme und dann muss ich immer voll anfangen zu lachen und meine Frau jedes Mal, was ist denn da los? Und ich sag gerade die Whisky-Base-ID bei Dramgood, dem Podcast. Und meine Frau sagt, was? Ist klar. Ja. Macht mega viel Spaß. Und ich finde das ehrlich gesagt so passend, weil ich habe gerade heute mir viel über Cognac angelesen, aber eigentlich nur so irgendwie aus einem anderen Kontext heraus und musste natürlich lachen, dass Leon gerade gesagt Cognacchen, weil er, glaube ich, auch den alten Spruch kennt, den ich schon öfter gebracht habe, das wärmste Jäckchen ist das Cognacchen. Ja. Und daher finde ich das gerade sehr, sehr schön und der riecht so lecker. Nochmal kurz zur Einordnung. Du hast vorhin gesagt 10 bis 30. Bei dem hier ist wirklich so, das jüngste Fass ist 40. Wow. Ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, ja. Ich habe mich da auch. Ich dachte, es wären 30, aber es sind tatsächlich. Das ist wirklich krass. Also ich war mir auch irgendwie unsicher. Ich habe letztens nämlich nach der Flasche geschaut, weil ich so dachte, ich habe es beim Olli irgendwann mal probiert und so, Alter, krass. Mega. Und ist wirklich unfassbar, ne? Und das kriegst du teilweise wirklich unter 100 Euro. Stell dir mal vor, jetzt 40-jährigen Whisky, das ist im Vergleich dazu also meilenweiter Unterschied. Ich finde es halt sehr spannend, weil ich ehrlich gesagt noch nicht so, ich habe nicht viele Cognacs in meinem Leben getrunken. Mhm. Das Erste, als ich die Flasche aufgemacht habe, ist erst ehrlich gesagt so ein bisschen so eine leichte Kräuterschnapsnote, die mir irgendwie in die Nase gestiegen ist. Aber wenn man es ein bisschen länger stehen lässt und ein bisschen mehr riecht, dann merkt man schon, Prost, Santé, merkt man schon, dass da auf jeden Fall eine ganz andere Tiefe dahinter ist. Und eine richtig krasse Komplexität, dann kommt auch so ein bisschen verbrannter Zucker und Melasse und süße Aromen raus. Also fast schon für mich so wie ein Hybrid aus einem Kräuterlikör und einem alten Whisky. So ein bisschen diese verschiedenen
Bestandteile. Also ich hätte ihn tatsächlich, glaube ich, blind in der Nase gar nicht auf einen Weinbrand oder Cognac oder Brandy gesteckt, aber ich bin mal gespannt. Ja. Ich beiße auch mal rein. Ja, mach mal. Ich hab auf der Fruchtseite habe ich ganz klar so weinige Noten, die aber dann ein bisschen auch so ins Erdbeerige reingehen. Und was ich auf jeden Fall habe bei dem, ist so eine Erinnerung an so ein alte Damen, die so stark einparfümiert sind. Krass. So, wenn man so kleines Kind ist und dann von denen immer so gedrückt wird, irgendwie bei irgendwelchen Feiern oder so. So ein ganz schwerer Duft, so der so richtig so irgendwie... Die Tante ist dann schon weg und du hast aber diesen Nebel immer noch irgendwie um dich rum. Ich finde generell den Gedanken von alte Damen in so einem alten Herrenhaus mit so ganz viel alten Holz, weißt du, mit so alten Möbeln und Bücherregalen, wo Bücher aus dem noch vor dem Zweiten Weltkrieg oder Ersten Weltkrieg irgendwie drin sind, ganz viel alten, verstaubten Möbeln und dann hast du so, ne, die Omas, die irgendwie von oben bis unten eingenebelt sind mit irgendwelchen Blumenparfüms. Ist auch voll die geile Assoziation gerade, ehrlich gesagt, weil genau das habe ich gerade so auch gerochen irgendwie. Krass. Ich finde es immer manchmal ein bisschen absurd. Sorry. Ja. Ich finde es immer manchmal ein bisschen absurd, wenn man so auch auf dieses Staubige zurückgreift, ne, als Beschreibung, aber das passt oft ganz super. Ich finde, es ist teilweise, auch wenn man irgendwie so dann mit dem Finger über eine staubige Schrankwand geht, ist ein ganz eigener Geruch und ist noch nicht mal unangenehm, finde ich. Ja, stimmt. Also, ja. Teilweise merkwürdig. Sorry, Paddy, du wolltest was sagen. Genau, also ich habe vor kurzem, schon ein bisschen her, ich glaube irgendwie ein, zwei Monate, ja, es war letztes Jahr, da habe ich mal Samples bekommen von unabhängig abgefüllten Edre Dauers aus den 70ern, auf 40 Volumenprozent herunter, irgendwie von Signatory. Und da hat man halt gesagt, das ist so dieses Altweiber-Parfüm, was als Fehlnote oftmals bei alten Abfüllungen genannt wird. Das roch total so nach Seife und nach Mottenkugeln. Das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Also wirklich eine Grande Dame oder sowas, eine Dame, die halt irgendwie Parfum hat oder ähnliches. Super tiefe Nase, irgendwie Mirabellen, Pfirsich, Orangenlikör, irgendwie sowas, wo so Grand Marnier oder sowas habe ich da irgendwie auch gerade irgendwie in der Nase. Aber also mehr so der Duft danach. Viel Holz, viel Eiche und wenn du den trinkst, genau das, was du oftmals von alten Whiskys hast. Du hast so Kerzenwachs, super viel Tannine, aber nicht überfordernd. Also so eine schöne Trockenheit, die nicht zu krass ist. Mhm. Und dann halt einfach irgendwie, habe ich eine ganz lustige Assoziation noch gehabt. Ich weiß, ich kenne den noch so, Alaska Boy, das Wassereis. Da gab es immer ein Wassereis, das war orange und das war, glaube ich, Pfirsich. Und genau so schmeckt das, wie dieses Pfirsich-Wassereis von Alaska Boy, um ganz genau zu sein für mich. Bei Pfirsich bin ich auf jeden Fall auch so ein bisschen bei dir. Nicht in der Nase, aber auf der Zunge auf jeden Fall. So ein spritziger, unreifer Pfirsich ein bisschen. Und ich finde, das lässt die Nase irgendwie gar nicht erwarten. Der hat auf der Zunge trotzdem irgendwie eine extrem fruchtige, leichte Säure. Also ist irgendwie auf der Zunge spritzig fast. Mega komplex. Ich habe seit langem nicht mehr so eine komplexe Spirituose getrunken, ehrlich gesagt. Und das kostet nicht, also sowas kriegst du unter 100 Euro. Das muss ich echt sagen, wundert mich gerade. Da musst du ein bisschen, also der ist normalerweise ein bisschen teurer, aber den findest du immer mal wieder im Angebot, so, sag ich mal, einmal im Quartal in diesen Cognac-Stores, also Online-Cognac-Shops. Da ist der immer mal im Angebot drin. Der kostet, du kriegst den für 120, kriegst du den so. Und für, ich sag jetzt mal, irgendwie 90 oder sowas kriegst du den halt dann, wenn der im Angebot ist. In guter Regelmäßigkeit ist der immer mal wieder im... Dankeschön, das ist echt eine geile Erfahrung. Also, ja, ich habe mir auch gerade neue Welten, also vielen Dank. Das ist, hier, ich habe eigentlich mehr gedacht, wir machen irgendwie so Dosenbier und... weiß ich noch nicht, Jim Beam Party oder sowas, das wäre, also nicht, dass wir irgendwie so assig sind, aber mit euch würde ich einfach gerne mal einen durch den Tisch treten, glaube ich. So. Das ist einfach, nicht, dass wir so assig sind, aber mit euch, weißt du? Ja, genau. Die Gesellschaft. Ja. Ja, ich glaube, aber das machen wir auf jeden Fall dann, glaube ich, wenn wir uns wieder real sehen können. Auf jeden Fall. Ich habe im Übrigen, ganz lustig, ich hatte überlegt, eigentlich müsste man den entweder als ersten oder als letzten in so eine Reihe einbauen, weil den hätte man auch als letzten nehmen können, selbst nach, ich sag mal, sehr stark rauchigen und Fassstärken. Kleine Pause, ein Glas Wasser, wäre auch irgendwie gegangen, glaube ich.
Aber ihr habt mir das ja sofort abgenommen aus Neugier auf das Zeug. Da brauchte ich gar nicht, glaube ich, gar nicht fragen, erster oder letzter. Von daher war das perfekt. Mhm. Ich bin ganz froh, dass wir den als ersten getrunken haben, weil, wie gesagt, ich kenne ihn halt nicht. Und ich kenne auch das, bin auch in der Region nicht so firm. Deswegen bin ich ganz happy, den mal so mit einem clean Palette zu probieren, quasi. Mhm. Aber da geht es mir genauso. Also ich habe, wie gesagt, bei den ganzen französischen Spirituosen überhaupt keinen Plan. Aber man merkt ja irgendwie, dass das gerade immer aktueller wird, immer mehr Leute vielleicht das probieren. Und es ist ja auch total interessant, ne? Allein schon, weil manche Qualitäten auch ähnlich sind wie Whisky. Aber die Herstellung natürlich eine ganz, ganz andere ist. Also was ist ganz, ganz andere? Das Grundprodukt ist natürlich ein anderes, ne? Ja. Naja, und ich habe das ja auch in den letzten Diskussionen bei euch auch verfolgt. Ihr kennt die Marktbewegung halt im Moment. Bei Whisky werden wahnwitzige Preise teilweise aufgerufen und ähnliches. Und ich glaube, dass Cognac eine Alternative wird tatsächlich. Also ich glaube, in den nächsten Jahren, Leon und ich, wir sind so oder so Fans von fast gelagerten Spirituosen, weil ich die, finde ich, bringe immer mehr Spannung rein. Das ist bei Cognac ja der Fall und deswegen, ich finde auch Rums total spannend. Ich bin einfach so Steckenpferd. Whisky, finde ich, also ist für mich erstmal noch viel zu entdecken, was es halt auf jeden Fall zu entdecken gibt, und ich glaube, da wird auch immer mein Herz schlagen, aber so links und rechts mal zu schauen und mal so kurz einen Deep Dive zu machen, halt irgendwie bei Rum oder bei, gerade jetzt auch bei Cognac und Armagnac und was da nicht alles kommen kann, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, weil ich glaube, dass man da eine Alternative finden kann. Oh, ja, ist ja wirklich so, ne? Ich habe auch ja natürlich letztens bei euch, bei Kirsch, in den Stream vor 2 Tagen reingeschaut, war ja ähnlich, ne? Da hatte ich ja irgendwie geschrieben, so, man kann natürlich nicht jede Spirituose kennen, beziehungsweise sich da irgendwie so voll reindiggen, aber so ab und zu mal die Lauscher aufzuhalten, was gibt es denn links und rechts noch zu sehen und was ist denn noch cool, das lohnt sich immer, ne? Und es gibt sicher Rums zum Beispiel, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Mein Bruder hat so Bock auf Rum und hat da einige zu Hause, habe ich mich mal durchprobiert und da waren vielleicht, keine Ahnung, 2, 3 dabei, wo ich so gesagt habe, okay, das ist ganz geil. Ähnlich wird es sicher auch bei anderen Spirituosen sein, ne? Aber es lohnt sich auf jeden Fall immer mal so den Blick ein bisschen schweifen zu lassen, auch in die anderen Richtungen, weil da gibt es echt coole Sachen und ich denke, man verpasst auf jeden Fall was, wenn man das nicht macht. Ja. Ich finde, das ist so, ich vergleiche das immer gerne mit Musik. Ich glaube, irgendein Rapper hat das mal gesagt, ein deutscher Rapper sogar. Ich weiß nicht, ob das sogar in Songtext vorkommt. Irgendwie, wenn du nur eine Musikrichtung hörst, dann begehst du Inzest. Und so sehe ich das auch ein bisschen bei Spirituosen. Wenn man nur bei einer Sache da halt hängen bleibt, dann da verliert geil. Man einfach. Klingt nachher Nile. Weißt du, wer das war? Das war Eisfeld, genau. Von Nile. Klingt nachher Nile, wollte ich gerade sagen. Das spielt jetzt, wo Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest. Stimmt, das war, ja. Krass. Krass. Apropos. Sehr gut. Ich bin ja so aufgeregt, ne? Ich bin ja so aufgeregt. Aber machen wir das ganz zum Schluss? Kann ich das schon wissen? Können wir uns auch 2 Songs aussuchen? ja. Yay! Aber ich würde sagen, wir machen heute, da wir zu viert sind, jeder einer. Okay. Ja, sonst platzt, glaube ich, die Zeit ein bisschen. Ist aber ein bisschen gemein. Oder wir übergeben das heute an euch. Weißt du, guck mal, wie der Paddy guckt, wie ein kleiner Junge, dem du das Spielzeug gerade weggenommen hast hier. Nein, dann machen wir so. Also mir ist das ja völlig, also, ach na klar, jeder so viel er will. Ich bin doch kein Spielverderber. Okay, gut. Aber jeder nur einen. Na gut, ja, weil also nicht, dass ich heute den ganzen Tag meine Playlists durchgesucht habe und mir dachte, was ist der eloquenteste, schönste Song, den man jetzt da draufhauen kann, damit man halbwegs cool wirkt, aber auch immer noch ein bisschen, dass man halt Musikgeschmack hat. Weil ihr habt echt einen tollen Musikgeschmack. Ich höre eure Liste wirklich sehr gerne durch. Und an alle Hörer und Zuseher auf Spotify mal Dram Good neben den Podcast auf jeden Fall erstmal abonnieren und dann aber nochmal in die Playlist rein. Da sind echt geile Songs mit bei. Habe ich heute auch nochmal Leon weitergegeben und habe halt gesagt, Löhn. Hatte keine Zeit, sorry. Ich weiß, aber da musst du trotzdem mal rein. Ja, aber ihr müsst dann nochmal kurz vielleicht ein bisschen vorher erklären, was in welchem Kontext wir das machen, damit ich es ein bisschen, oder ihr schmeißt mich ins kalte Wasser, ist auch okay. Mir ist eigentlich ganz entspannt. Wir haben uns überlegt, wer irgendwie gerne Whisky trinkt, ist ja vor allen Dingen auch die Atmosphäre wichtig. Und wann ist die Atmosphäre geil, wenn man auch gute Musik hat? Und da haben wir einfach, wirklich ohne drüber nachzudenken, eine Playlist gemacht, wo wir einfach
Musik reinschmeißen, die wir geil finden. Und okay. Das ist auch schon das Ende des Liedes. Wenn du sagst, du hast da jetzt Bock auf Speed Metal oder so ein Kram, schmeiß es rein. Wenn du auf Hip-Hop hast, schmeiß es rein. Ja, genau. Also, Tim deletet das dann später, aber alles gut. Kannst du erstmal reinschmeißen. Okay. Du musst also kein Irish Folk oder schottischer Folk sein. Hab ich natürlich. Auf gar keinen Fall. Wir haben da sehr viel Hip-Hop drin. Das freut mich sehr, weil ich nämlich auch momentan extrem viel Hip-Hop höre, aber ja. Indie, Soul, Hip-Hop, keine Ahnung, ist eigentlich alles drin, elektronische Musik. Von den, ich würde mal sagen, von den 60ern bis heute ist alles drin. So. Und das Lustige ist, der Tim und ich, wir haben oft Überschneidungen in unserem Musikgeschmack und dann kommt der Tim mit irgendwas obskur um die Ecke. Also es geht bei mir, passiert das wechselseitig genauso und ich kenne das oder er kennt das, wenn ich das mitbringe. Und das ist total verrückt, weil ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die das auch kennen würden, aber bei uns klappt das irgendwie und deswegen ist diese Liste auch relativ homogen, auch wenn sie total divers ist von den Musikrichtungen und Zeiten, wann die Sachen aufgenommen wurden. Ja. Ist halt ein nices Add-on. Es ist uns eine Ehre, wenn ihr dann auch jeder zwei Songs reinschmeißt. Oh ja. So. Ein leeres Glas, das ist schlecht. Auf zum nächsten Nachschub. Vor, Leute, hier. Erzählt uns mal, was ihr mitgebracht habt. Oder wollen wir direkt unseren nächsten da reinschmeißen? Ich wäre tatsächlich voll neugierig auf den nächsten von euch. Paddy, was hast du? Ja, ja. Kein Rauch. Die anderen haben ja alle Rauch, glaube ich, die wir haben. Ah. Nein, er hat keinen Rauch. Er hat keinen Rauch. Der Mitsunara. Ich bin deswegen so neugierig. A, weil es ein Writer's Tears ist und ich von dem nur den Standard kenne. Und B, weil ich überhaupt kein Fan von der Mitsunara-Eiche bin, was ich sehr lustig finde, weil mich da wahrscheinlich die ganzen Whisky-Nerds für auf den Scheiterhaufen werfen würden, weil das ja voll die noble, gehypte Eichensorte ist. Witzigerweise habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht so viele davon. Ich glaube, zwei oder drei Whiskys bisher getrunken, die mit Mitsunara-Eiche irgendwie ausgebaut waren. Ich glaube, das eine war, glaube ich, der Glendalough oder Glendalough. Ich fand den ganz, ganz schlimm. Ich bin immer noch nicht sicher, ob wir da ein schlechtes Batch erwischt haben, weil irgendwie alle außer uns den gut fanden. Wir fanden den beide grottig schlecht. Und ne, Olli, ich glaube, du auch. Du fandst den auch total gut, meine ich. Ja, oder? Ja. Und, ich liebe den. Wir sind beide Fans. Ich glaube nicht, dass ich bin mir sicher, dass da irgendwas nicht in Ordnung war mit dem Sample. Ich bin aber echt gespannt, weil diese Eiche ist ja im Grunde, glaube ich, nur deswegen so selten, weil sie eigentlich total scheiße ist zum Whisky-Ausbau, aufgrund der ganzen Nupsis, die da drin sind. Also die ist relativ schwierig zum Verbauen, glaube ich. Ja, also die muss auch ewig lange erstmal warten, wachsen, bis man die überhaupt nutzen kann, weil die eine gewisse Härte erreichen muss und ist halt alles eigentlich Schrott, um daraus Fässer zu bauen. Genau. Deswegen ist das auf jeden Fall schwierig. Und aber wo ihr gerade sagt, so, das ist so ein wunderbares Beispiel. Ne? Ihr fandet den Glendalough beide scheiße. Wir haben beide gefeiert und dazwischen gibt es in der Regel nichts. Das Ding ist ein totaler Spalter. Ist wirklich so. Es gibt keine Leute, die sagen, na, der ist in Ordnung. Entweder hat man überhaupt keinen Bock drauf oder richtig Bock drauf. So, und jetzt erzähle ich mal ein bisschen was zur Flasche. Wir haben ein Writer's Tears Irish Whiskey Japanese Mitsunara Cask Finish. Das ist ein Nas Whiskey, hat kein Alter, aber es ist ein Single Cask. Cask Nummer 543. Flasche 177 von 636, abgefüllt mit 55 Volumenprozenten. Also es ist kein Single Malt, das Ding hat einen Blendanteil, es ist kein Alter drauf, das heißt, er ist wahrscheinlich relativ jung und er ist eben gefinisht mit diesen japanischen Fässern. Ich habe den aufgemacht und ich dachte, scheiße, 70 Euro ins Klo gespült. Nicht, weil ich das Finish nicht von der Mitsunara-Eiche nicht mag, das schätze ich eigentlich sehr. Aber als ich den aufgemacht habe, war der relativ unfruchtig, relativ dünn vom Geruch her und hat wenig abgegeben. Und ich habe den, wie man schon sieht, ich habe auch jetzt ein bisschen was verschickt, noch an mein Brüderchen hat nochmal 10 CL gekriegt, noch ein anderer Kumpel, also sagen wir mal so. Aber auf jeden Fall habe ich relativ viel schon rausgenossen. Und der hat sich total entwickelt. Und deswegen habe ich gedacht, packe ich den auch rein, weil der jetzt auch gefällt. Also ich hätte natürlich nichts reingepackt, wo ich sage, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, sondern den finde ich jetzt richtig gut. Der hat im Lauf der Entwicklung in der Flasche in 2-3 Monaten hat er richtig Aromen reinbekommen, die vorher nicht da waren. Es ist immer noch ein sehr junger Whisky, finde ich. Man merkt immer noch den Grain-Anteil. Muss ich,
das fast dieses Mizunara finde ich nicht so stark. Das finde ich auch jetzt noch nicht so stark. Ja. Im Vergleich jetzt zu dem Länderloch, der hat ein viel intensivere Sandelholznoten und diese, da hat das fast einen viel stärkeren Impact, ist aber auch ein 13 Jahre alter Whisky. Und der hier ist vielleicht 6 oder so alt. Ne? Und es ist auch kein Single Malt, sondern das ist ja ein Blend. Von daher ist es ein bisschen eine andere Geschichte. Aber ich finde es ganz spannend und mir gefällt der Kollege im Glas jetzt auch hier mittlerweile sehr gut. Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Ich meine mich zu erinnern, dass Writer's Tears kein klassischer Blended Whisky ist, sondern eine Mischung aus Single Malt und Single Port Still Whisky, oder? Oder liege ich da gerade falsch? Oder verwechsel ich den mit dem Irishman? Also mit dem Irishman weiß ich, dass das so ist, aber ich dachte, dass der Writer's Tears eigentlich auch nur, also dass der keinen Grain-Anteil hat, sondern dass der auch eine Mischung ist, dachte ich. Paddy hat ein totales Pokerface, das finde ich geil. Ja, kann auch, es steht hinten irgendwo auf der Flasche drauf, die Story dazu. Ich habe einfach keine Ahnung, ich will nichts sagen. Interessantes Konzept, ehrlich gesagt. Er ist auf jeden Fall sehr jung. Und das kriegst du auch mit, sowohl in der Nase als auch im Geschmack. Ich finde, durch das Finish, ich hätte mich eher gefreut, wenn sie dem ein paar Jahre gegeben hätten für so ein edles Fass. Aber wie gesagt, er kommt zum Ende noch hin, zur Hälfte der Flasche geht da was. Und ich finde ihn jetzt eigentlich ganz geil. Ja, du riechst so ein bisschen keksig und dann, aber da schwebt irgendwas drüber, so was Sandelholziges, ist aber wirklich entfernt. Mich erinnert das irgendwie an geröstete Nüsse, an irgendwelche Nüsse. Ich habe versucht, das jetzt so genauer irgendwie auf die Kette zu kriegen, was ich da rieche, aber irgendwie sind es Nussmischungen. Macadamia? Ich habe Cashew. Ja. Cashew habe ich auch. Fette Nüsse, wenn, dann sind es richtig so fette Nüsse. Genau, diese Cashew, diese relativ dicken. Ich meine auch so mit einem hohen Fettgehalt, weißt du, die so. Ja, die sind so richtig dicke, nicht so die, fette, nicht die trockene Haselnuss, sondern die. Oh, wo so die Dose schon so ein Fettschmier innen hat, wenn du das aufmachst. Einmal husten, so, weißt du? Paddy. Ja, so richtig harte, fette, behaarte Nüsse, was? Paddy hat wieder Wasting Mode. Oh, Alter. Ich wollte gerade sagen, so, jetzt müssen wir wieder den Haken setzen. Genau. Explicit Language. Mhm. Ich geh mal zurück zum Whisky, damit ich mal wieder hier in meine Safe Zone zurückkomme. Oh, der ist geil. Der ist echt geil. Alter. Das Birnenkompott mit richtig leckeren gerösteten Nüssen drüber. Richtig nice. Der hat aber in der Nase zumindest auch irgendwie noch was wie eine spritzige Orange, die sich irgendwie drüber legt. So Erfrischungsstäbchen oder so ein Kram. Ja. Irgendwas leicht Künstliches hat er mit drin. Was aber so in diese Richtung Zitrusfrucht geht. Der Abgang ist ein bisschen trocken und kräutrig. Leon freut sich gerade, das ist voll Leons Ding. In welcher Welt, was hast du gerade getrunken, Alter? Ich hatte gerade diesen Effekt von diesem harten indischen Curry, wo du am Anfang so denkst, oh geil, das ist ja super mild. Und dann schluckst du runter und denkst so. Also ich finde den mega scharf im Abgang. Am Gaumen finde ich ihn halt ultra cremig, super smooth, ne? Sehr süß. Dann kommt so diese leichte Kräuternote, die ich tatsächlich der Mizunara-Eiche so ein bisschen zuordnen würde. Und dann wird da halt für mich einfach nur brettscharf. Deswegen bin ich gerade sehr gespannt, den nochmal in einem kleineren Schluck zu probieren. Ich glaube, ich bin einfach gerade zu dick abgebissen. Wenn du Wasser hast, mach einen kleinen Tropfen Wasser rein. Mach ich. Boah, aber die Zündung finde ich ehrlich gesagt ganz geil. Aber du hast recht, du trinkst den so runter und dann geht er so 3, 2, 1 und dann zündet der richtig durch. Das finde ich gerade ganz nice. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Whisky, der im Finish so scharf war und im Antritt so mild. Also dieser Kontrast finde ich extrem. Das macht den gerade spannend. Du merkst halt wirklich erst so direkt beim Runterschlucken. Ne? Du kannst ja auf der Zunge lassen, das entspannt. Ja. Und dann so kommt der richtige Afterburner. Spricht aber tatsächlich für einen Blend mit Grain-Anteil und nicht mit, also jetzt so wie er im Finish ist, hätte ich dir auch definitiv abgenommen. Aber deine Intuition war richtig. Ne? Also hier hinten steht drauf, Distilled Irish Single Pot Still, married with Irish Single Malt. Also kein Natural, non-chilled, filtered, Cask Strength. Oriental Single Cask Showcase. Oriental Single Cask. Was soll denn das sein? Nur vielleicht ist für die Iren Japan im Orient. So weit weg, alles Orient da draußen. Er ist ja ganz ehrlich da, ne? Richtung Bosporus ist alles. Alles Orient.
Und da steht Mitsunara drauf. Oder es könnte natürlich sein, orientalisch wegen diesem Curry-Antritt, den der Leon hatte, ne? Dass das sozusagen daher kommt. Also extra für mich draufgeschrieben. Deswegen hat mir die Chef nichts ausgemacht. Oh, geil, mit Wasser hast du viel mehr Vanille. Voller Vanillepulver. Mhm. Ja, der wird butterig, cremig. Ja. Butterig ist gut. Also, eine gute Beschreibung. Butterig finde ich auch, ja. Also normalerweise mag ich ja das nicht so richtig gerne, wenn das für mich unausgewogen wirkt, nach dem Motto, auf der einen Seite so ein weicher Antritt und dann halt diese Hitze hinten raus. Aber bei dem finde ich das komischerweise wirklich toll. Aber also, der macht gerade echt Spaß. Ich finde ihn nice. Ich finde den auf jeden Fall erstmal interessant. Mhm. Und deswegen habe ich den auch damit reingepackt, weil das ist auch wieder nicht das, was man so erwartet, wenn man Nieren trinkt. Das hat wieder irgendwie einen anderen Spin. Gerade vor dem Hintergrund, glaube ich, dass der so jung ist, hat er diese Kraft, diesen Dampf, diese Hitze. Dieses Fass ist dann nochmal irgendwie was Besonderes da drin. Also ich musste mich mit dem ein bisschen anfreunden, ne? Habe ich ja vorhin schon gesagt, aber jetzt finde ich den eigentlich auch ziemlich geil. Ich glaube, ich würde ihn mir nicht nochmal kaufen. Mhm. Aber er ist ein Sonderling und deswegen finde ich den schon bemerkenswert und deswegen kann man den auch mal in so ein Tasting mit reinpacken. Ja. Nee, also mit Wasser kriegt man den gut gezähmt. Also ich bin noch ein bisschen ausgerutscht, aber das hat ihm nicht wehgetan, das finde ich ganz gut. Der wird nur ein bisschen New Make-y, ne? Also du hast dann so ein bisschen New Make drin, also als wenn, also Jugend halt, ne? Ja, aber ich finde die Frucht schon ganz geil, die man dann auch, also der macht dann nochmal schön auf. Vanille hast du absolut dann einen ordentlichen Schwall dazu. Aber ich finde, mit Wasser verliert sich dann so ein bisschen dieses typische, dieses Sandelholzige geht dann fast weg. Mhm. Ja. Mhm. Das ist aber auch so. Könntest du geil so im Irish Pub so als Zech-Whisky nehmen, ne? Ich glaube, wenn du ihn unverdünnt lässt und dann mit einem Pint runterspülst, dann hast du auch schnell eine Lampe an. Wobei, dafür finde ich, ist er ein bisschen teuer. Ne? Da würde ich dann wahrscheinlich eher so ein Chivas Regal Mizunara Cask nehmen, wenn man das dann will. Und der kostet halt irgendwie dann 45 Euro oder sowas. Ist Frage, wenn ihr einen eigenen Whisky hättet, und ihr dürftet euch irgendein Fass aussuchen, egal was für eine Spirituose, Wein, whatever. Was für ein Fass würdet ihr gerne für ein Finish haben? Also, ne, angenommen, jeder von uns hat ein 10 Jahre altes Bourbon-Fass jetzt. Und wir würden sagen, hier, sucht ihr mal ein Fass aus zum Finishen. Das ist gar nicht so einfach. Finde ich nämlich interessant gerade. Weil ich in letzter Zeit, ja. Also ich komme so ein bisschen auf die Idee deswegen, weil ich halt gerade immer über die Produktanlage bei Vic immer so auf verschiedenste Whiskys und verschiedenste freakige Fassarten stoße und mir dann immer so denke, ah geil, das ist auch mal eine geile Idee. Also es ist immer so, ne, so ich finde es halt echt krass, wie kreativ man mit Whisky sein kann. Paddy, du wolltest also gerade schon was sagen. Ich würde gerne ein Mezcal-Fass probieren, einfach weil ich neugierig bin. Ah. Ja, stimmt. Aber dann mit einem nicht rauchigen Whisky wahrscheinlich. Ja, genau. Also ich habe letztes Mal durfte ich an einer Fassprobe schnuppern, die ein fettes Rye-Finish gekriegt hat auf jeden Fall, wo du es deutlich gerochen hast. Das fand ich mega nice, weil ich Rye wirklich sehr gerne mag. Ja. Das fand ich richtig toll. Und Mezcal finde ich auch in der Regel spannend. Als Agave-Spirituose gefällt es mir auf jeden Fall besser als die meisten Tequilas. Und das würde mich mal interessieren. Also ich glaube, ein richtig gut gelagerter Mezcal in einem tollen Eichenfass oder sowas, das kann halt mal eine geile Note geben. Wobei ich sagen muss, von den Mezcals selber, wenn man die trinkt, gefallen mir die Blancos viel besser als die gereiften. Mhm. Ich habe in Hannover, der ist jetzt mittlerweile weggezogen nach Heilbronn, aber der hat in Hannover gewohnt und ein Kumpel. Und der ist so halb Mexikaner und hat noch Familie in Mexiko und fliegt da halt regelmäßig hin. Und der hat immer so irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Mezcals offen zu Hause. Und bei dem haben wir mal so ein schönes Line-Up mal gemacht, so einmal durch die Hausbar. Und das waren so Sachen, die hat er in einer Plastikflasche zugeschraubt aus der Distillerie, also aus dem Zapfhahn quasi, ne? Deckel zugeschraubt und zu Hause dann in zwei so Glasdinger umgefüllt. Ne? Geil. Geil, ne? Also die Sachen, die der hatte, der hatte ganz alte Mezcals auch, die sehr dunkel waren, aber der hat für mich das Fass, was die, ich weiß nicht, was für Fässer die benutzen, stand da leider nirgendwo drauf, er wusste das auch nicht. Aber ich fand die Spirituose klar interessanter, komischerweise, bei denen, die ich da probiert habe.
Ich habe noch einen im Schrank stehen, der hat mir einen mitgebracht, der sieht aus wie so ein, also der sieht aus wie eine Schneekugel, so viel Dreck ist da in der Flasche drin. So ein sehr dunkler, ne? Also total, da sind so überall so tausende Schwebeteile drin. Wenn du den so schüttelst, da ist wirklich unten so ein Zentimeter irgendwie so Dreck drin, ne? Also ich würde mir nicht mal sagen, dass das nicht Kohle, ne? Sondern das ist so, sieht aus wie Dreck. Das ist total krass. Ne? Und ich habe einen immer einen Mezcal eigentlich auch offen. Und den ich offen habe, ist auch ein Blanco. Finde ich, also ist für mich so der leckerere. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keinen Whisky aus dem Mezcal-Fass probiert. Doch, stimmt gar nicht. Hier, wie heißen sie? Stouting Bastard. Stouting Bastard habe ich probiert. Den hast du mitgebracht, ne, Tim? Ich. Du hast den mitgebracht, genau. Stimmt. War nicht so, meins, ehrlicherweise. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Spalter. Ja, Stouting ist, glaube ich, auch nicht einfach. Vom Grundcharakter her, vom Stil, ja, ist das schon was Eigenes. Ja. Es gibt von Dewars in Amerika einen Illegal Smooth heißt der, glaube ich, oder sowas. So ein 13 Jahre alter mit einem Mezcal-Finish. Den gibt es aber leider nicht auf dem europäischen Markt. Das finde ich sehr schade. Den würde ich sehr gerne probieren. Ist zwar ein Blended Scotch, aber trotzdem würde mich das interessieren. Aber zurück zur Frage. So geil, wie wir abgeschwiffen sind, so in nice, Sphären. Ne? ich habe also einen 10-Jährigen im Bourbonfass. Was nehme ich fürs Finish? Ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich glaube, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der 10-Jährige irgendwie noch rauchig ist und dann würde ich gerne Port Fass nehmen. Ich bin da ganz klassisch. Wow. Ich finde Peat und Port, also richtig geiler Rauch, passt mega geil zusammen. Ja. Ich habe hier gerade noch ein Fass-Sample rumliegen, was auch richtig, richtig geil liegt. Das ist auch ein 8-Jähriger Laphroaig und da wurde eine Fassprobe gezogen, nachdem der ich glaube, für 2 Monate im Palo Cortado Sherry-Fass lag. Und das ist Killer. Da habe ich mir einen Fassanteil gekauft quasi. Und das hat mich einfach so interessiert. Ich finde Palo Cortado total interessant. Ich finde Laphroaig total interessant. Beides zusammen. Es passt, also allein schon nach diesen 2 Monaten, ich glaube, der ist gerade 9 Jahre alt oder 8 Jahre, eins von beiden, kannst du abfüllen eigentlich schon. Der bleibt jetzt noch ein bisschen liegen und wird, glaube ich, jetzt im Laufe des Jahres abgefüllt. Auch unfassbar gut. Also die Kombination von allgemeinen Weinfässern und rauchigem Whisky finde ich immer super. Mega gut. Definitiv. So wie wir eben gerade beim Thema waren. Ne? Kannst du ein Sample schicken? ja. Oh. wenn ich meinen Fassanteil habe, dann gerne. Wie gesagt, ich habe gerade nur so eine kleine Fassprobe. Da ist vielleicht noch ein CL drin oder so. Ja, ist gut. War ein Scherz. Also, kannst du mir geben. Tauschen wir was. So wie früher Matchbox-Autos tauschen, weißt du? Ich glaube, das, ne, der, weißt du, die alt, naja, alt auch nicht, aber die Männer im gehobenen Alter, die tauschen dann Sample-Proben hier so, ne? Ey, ich habe hier aber noch einen Glen Random aus einem Shish-Kebab-Fass. Wollen wir mal tauschen hier? Ist wirklich so, ne? Ich habe auch teilweise schon Whisky-Flaschen getauscht, ganze, wo ich irgendwie gesagt habe, okay, brauchst du nicht unbedingt, und da hat irgendjemand eine Flasche zum Tausch angeboten, einfach kurz hingeschrieben und da ist für uns beide was Cooles rausgekommen, und es ist wirklich nichts anderes, als früher im Sandkasten die Matchbox irgendwie zu tauschen, ne? Und dann sich bei Mama zu beschweren, der hat aber mein Auto noch. Haben wir nicht vor 1-2 Folgen mal über einen Flaschentausch geredet? Kann sein. In unserem Podcast? Oder habe ich das geträumt? Oder haben wir das? Ich weiß, das ist das Problem, wenn man im Podcast so viel redet, dann weiß man nicht, habe ich das im Podcast erzählt oder habe ich das mit Tim so irgendwie beschnackelt? Ja. Paddy, du müsstest das doch wissen. Ich müsste es eigentlich wissen. Also mir fällt es gerade nicht ein, aber ich glaube, diese Matchbox-Auto-Geschichte, die hatte die auf jeden Fall erzählt mal. Ja. Dass man die dann weggetauscht hat und sowas. Und dann kam man nach Hause, ja, wo sind denn deine ganzen tollen neuen Autos? Und dann sagst du, ja, habe ich getauscht. Ja. Du hast ein altes gekriegt, aber du fandest es halt cooler. Ich habe mir einen 13-jährigen Hazelburn getauscht, nämlich gerade vor kurzem, vor nice. Ein paar Wochen. Das ist ein 2020er Batch. Ja, Frage wäre jetzt, wenn wir jetzt zum nächsten wollen. Also wenn wir einen auslassen wollen und wir den Mordlach weglassen wollen, dann können wir mit dem Razzi weitermachen oder wir schieben den Mordlach dazwischen. Guck mal, du hast schon wieder Bock auf einen Razzi, das sehe ich bei Leon direkt. Ich habe den Mordlach schon eingeschenkt, das heißt, wir müssen den noch machen. Wir können aber erst den Razzi machen und dann den Mordlach, wenn ihr wollt. Dann ist der Mordlach, wenn das so ist, ist das so. Alles gut. Komm. Also Mordlach geht bei mir eigentlich immer, deswegen
Habe ich den gleich eingeschrieben. Ich bin ja auch ein riesen Mordlach-Fan, deswegen, was soll der Geiz? Ich finde tatsächlich, ich finde es interessant, Tim, dass du auch Paolo Cortado gesagt hast. Das wäre nämlich tatsächlich einer meiner Ideen gewesen. Ich wäre nämlich tatsächlich auch von der Sparte her bei einem klassischen Sherry- und Portwein-Fass gewesen, aber ich hätte dann gerne exakt mir das Fass aussuchen können. Und zwar entweder ein Paolo Cortado-Sherry oder ein Manzanilla-Sherry, weil die Manzanilla-Sherrys nämlich angeblich ja deutlich maritimer und küstenorientierter sind, was ich schon super spannend finde. Und ich glaube, beim Portwein hätte ich mega Bock, ein richtig derbes Vintage-Fass. Also so, wo halt vorher einfach ein richtig geiler, entweder ein Late-Bock oder wirklich ein Vintage-Portwein drin lag. Und das dann nochmal finish nutzen. Das finde ich super interessant, ehrlich gesagt, weil man weiß ja immer sonst nicht, ne, irgendwie 2 Monate mit irgendwas geimpft und dann Whisky reingeschüttet. Ich finde es halt super interessant, mal so wirklich Fässer zu haben, in denen vorher auch echt Quality-Zeug drin war. Aber ob man das dann wirklich am Ende des Tages schmeckt oder riecht, weiß ich nicht. Ne? Aber ich glaube, einfach fürs Feeling. Aber viele Leute feiern ja zum Beispiel diese ganzen Michel Couvreur-Sachen so extrem. Ne? Und das sind ja so wirklich so Qualitätsfässer, die irgendwie haben. Die haben ja einen mega geringen Output irgendwie. Ist ja wirklich schwierig, da irgendwie mal an so eine Flasche zu kommen. Da gibt es irgendwie ein paar Händler in Deutschland, wo du das wirklich kriegst. Und die haben ja teilweise wirklich richtig alte Fässer. Ich habe letztens ich habe mir ein Sample bestellt, wo dann dazu stand, dass allein das Sherry-Fass über 100 Jahre alt war, in dem der Whisky dann gelagert ist. Achates oder so hieß das Ding. Auch mega. Also wirklich, da merkst du halt auch den Unterschied. Ne? Denkt man immer nicht, aber es ist wirklich so, du merkst wirklich den Unterschied zwischen, ich sag jetzt mal, modernen Sherry-Fässern und diesen alten, ausgelutschten, 100-mal wiederverwendeten, oder keine Ahnung, 100 Jahre alten zumindest. Ja, aber das wäre in dem Fall genau die Frage, ist das dann was Gutes oder nicht? Weil aus dem Bauch raus denkt man natürlich erstmal, ja cool, ein Fass, in dem 100 Jahre vorher Sherry lag, das muss ja voll geil sein, weil es dann voll mit Sherry. Aber es kann natürlich genauso gut sein, dass das Holz halt einfach so viel gearbeitet hat, dass es im Grunde gar nicht mehr wirklich was bringt. Sherry ist ja, soweit mir das bekannt ist, auch nicht so wie eine Spirituose, dass es so tief ins Holz reingeht. Ein Whisky dringt ja, glaube ich, viel tiefer rein, deswegen ist es auch gar nicht so, also ist die Reifung von Wein und auch von Starkwein wie Sherry und Port nicht direkt zu vergleichen mit einer Whisky-Reifung, glaube ich. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich super interessant, einfach zu gucken, wie der performt und wie der drauf ist. Ja. Du hast, glaube ich, noch gar nichts gesagt, oder? Was wäre dein Go-To-Finishing-Fass? Olli? Paddy hat schon. Olli. Ich habe schon. Achso. Ich habe Mezcal gesagt. Olli hat noch nichts gesagt, oder? Olli hat noch nichts gesagt. Ich dachte, Olli Mezcal. Ihr habt so ein bisschen meinen Vorschlag vorweggenommen, weil ich hätte gesagt, ganz stumpf einfach, ich hätte gern 10 Jahre alten Mordlach und da nochmal 5 Jahre irgendwie ein 100 Jahre altes Sherry-Fass, den nochmal da reinkippen. Dann wäre ich, glaube ich, nach 5 Jahren glücklich. Ziemlich glücklich, glaube ich. Ja. Aber bei Sherry, weil gerade die Diskussion so schön war mit Couvreur. Es gibt ja diesen, ich weiß nicht gerade, wie der heißt, aber der kostet so knapp 200 Euro die Flasche. Ein Standard, ist ein teurer Standard von aus der Couvreur-Range. Blossoming Old Sherry, da sind die Fässer 80 Jahre alt. Das ist sozusagen die Grundlage dafür, die da benutzt werden. Und das ist schon ein anderer Schnack als all das, was du an Sherry so bekommst. Das hat viel weniger Tannine. Das ist viel, viel intensivere Frucht und so. Das hat mehr Tiefe. Das ist schon ziemlich cool. Also ich glaube das schon. Es gibt diese Fässer halt kaum. Ne? Und wer die kriegt, der kriegt die nur wegen jahrelangen Beziehungen etc. oder versilbert sich die mit extrem viel Geld. Das ist dann gar nicht mehr zu bezahlen. Da kostet dann irgendwie so ein Glendronach 8.000 Euro oder so, weil der aus so einem Fass kommt. Ja, das ist ja dann ist ja Quatsch. Ne? Von daher ist das ein vielleicht schöner Traum, den man noch hat. Und ab und zu kriegt man vielleicht so ein Fläschchen mal oder ein Sample davon, aber ich glaube, ja. Und nichtsdestotrotz ein schönes Sherry-Fass. Ich finde Bourbon-Fass-Whisky mit einem Sherry-Fass-Finish auch, finde ich super, finde ich, passt eigentlich immer. Und Mordlach, weil wir ihn doch gerade hier im Glas haben, geht als Bourbon-Fass für mich, geht als Sherry-Fass für mich. Geht als Weinfass für mich. Ist irgendwie so ein Whisky, der eigentlich in fast allen Fässern geht, wo ich ihn bisher hatte. Von daher passt das. Ich habe übrigens, darf ich ganz kurz was zu diesem Mordlach sagen? Wisst ihr, wie der riecht? Ich habe ihn noch nicht probiert.
der riecht 100% wie eine Turbo-Version von diesem 40-prozentigen Mord nach 7 Jahre alt der Very Cloudy Edition. Der riecht genauso, nur ne, einmal so mit in, einmal voll aufgedreht. Ne? Volumen auf 10. Ja, ja. Der war auch so, der war auch ein bisschen peaty. Da haben ja alle gesagt, irgendwie ist kein Rauch drin, aber ich fand schon, dass der irgendwie rauchig war. Ich finde auch, dass der in der Nase tatsächlich ein bisschen Rauch hat. Mich hat er tatsächlich an einen nicht rauchigen Kaulila erinnert. Ich hatte mal einen 17 Jahre alten Kaulila. Der war richtig, richtig geil. Paddy ist übrigens auch einer der Whiskys, die ich seit Jahren, den ich seit Jahren hinterherjage. Ich habe den 2017 auf Isla in einem Tasting bei Kaulila gehabt. Hab ich habe zum ersten Mal damals einen nicht rauchigen Kaulila probiert und war absolut begeistert, wie gut der ehrlich gesagt, also wie gut der war. Und ich wollte seit Ewigkeiten diesen nicht, es gibt ja immer den, glaube ich, in Jahresabfüllung oder irgendwelche Vintage-Abfüllungen von Kaulila, die kamen früher einmal im Jahr raus, glaube ich, mal 15, mal 17. Aktuell machen sie das, glaube ich, nicht mehr. Und ich wollte immer mal eine von diesen Flaschen haben für ein Video von uns. Aber ich habe ihn seitdem nicht mehr gefunden, deswegen. Aber ja, es gibt die Unpeated gibt es immer mal. Das sind ja in der Regel auch diese Special Releases mit gewesen, glaube ich. Genau. Zumindest teilweise. Und stimmt, da gibt es auf jeden Fall verschiedene. Und die kriegt man aber eigentlich aktuell sogar, glaube ich, fast noch entspannt. Ja, dazu muss ich auch sagen, wenn ich sage, kriege ich nicht, heißt das für mich, kriege ich nicht beim Großhändler und kriege ich nicht irgendwie so einen guten Preis geschossen. Ich bin ein geiziger Bastard, das muss man dazu sagen. Also, ich bin gar kein Schwabe. Ich schaue schon immer, dass ich im Idealfall schon Sachen zu einem guten Kurs kriege und natürlich auch tendenziell beim Großhändler meiner Wahl, mit dem ich zusammenarbeite. Das ist schon, also ich kaufe immer wieder mal, klar im Einzelhandel, im normalen Bereich auch, wenn irgendwas ist, was man nicht gut kriegt, aber ansonsten schaue ich schon immer, dass wir das Ich habe den 18er im Schrank stehen, Unpeated Kaulila, ich habe ihn noch gar nicht aufgemacht, habe ich ihn schon ein paar Jahre da stehen und den habe ich mal total billig bei einer Ladenauflösung geschossen. Da hat irgendein Online-Shop zugemacht und da habe ich den für 55 oder 60 Euro oder so habe ich den da mitgenommen. Ja, das ist ja geschenkt, ey. Das war auch ein No-Brainer, habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Einfach gesagt, fertig. Gut. Ja, voll geil. Was wollte ich eigentlich sagen gerade? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich probiere mal. Ja, probiert mal. Mordlach. Der Mordlach, der für Rants gesorgt hat bei euch im Podcast, fand ich ganz lustig. Ja, was heißt Rants, ne? Es war so ein bisschen Unverständnis. Warum kommt jetzt so die nächste Serie raus? Es gibt so 1 Million Signatory-Abfüllungen schon. Und aus Kundensicht ist es halt absolut so, okay, wir haben hier Fassstarke, wir haben hier Small Batch, wir haben da die 46, wir haben da die 43, wir haben hier Unchill Filtered mit Very Cloudy und wir haben da die Vasen und dazwischen irgendwie noch 10 verschiedene andere. Local Dealer Erfüllung gibt es auch noch. Und dann so, bevor der Paddy antwortet, muss ich jetzt noch mal einmal was sagen. Also dann kannst du antworten darauf. Ihr seid ja alle so junge Dudes da bei Kirsch, habe ich so das Gefühl. Und ihr vergesst so ein bisschen, dass so alte Männer, die Whisky trinken, das irgendwie überfordert. Ne, wenn da irgendwie immer irgendwie eine neue Serie mit einer Unterserie der Unterserie rauskommt, jetzt nochmal die Castrings-Version, ne, dann nochmal das und so. Das war so ein bisschen so der Punkt, ne, weil ich habe irgendwie gesagt, jetzt schon wieder eine neue Serie innerhalb dieser eigentlich coolen Serie, die ich ganz gut finde. Ich habe so ein Glenlivet davon und so, ne, mit diesen orangenen Labels. Ne, jetzt gibt es das nochmal in grün und in Fassstark und so. Darauf bezog sich das so ein bisschen, ne, auf meine wahrscheinlich altersbedingte Unzulänglichkeit, das alles noch irgendwie gemappt zu kriegen, was ihr da alles raushaut. Also vollkommen in Ordnung. Also deswegen finde ich das ja auch richtig und wichtig. Ich hab das gehört, ich musste tierisch dabei lachen, weil ich das verstehen kann. Ich kann das absolut nachvollziehen. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, dann lass uns doch einfach ein Sample zusammen trinken und dann einfach nur, damit man den halt mal getrunken hat auch. Eigentlich ist so, also ich will da gar nicht großartig drauf eingehen, aber im Prinzip war es halt. Die Small Batch Serie gibt es halt irgendwie seit 10 Jahren und dann ist ja auch nicht schlecht, wenn man halt mal was Neues macht. Die Fassprobe war wahrscheinlich einfach im fassstarken Zustand so nice, das hat André wahrscheinlich probiert, hat sich gedacht so, ey, mega, lass doch mal ein bisschen was Neues machen. Grünes Label und dann bringen wir halt die Small Batch Serie in fassstark halt nochmal raus. Weil die, also hier habt ihr
Bei dem, also hier steht es hinten drauf, das ist ein Sherry Butt Finish und das sind halt zwei Refill Hogshead, die halt dort verwendet worden sind, um den Mordlach im Prinzip in die Flasche zu bringen. Und was ich halt mal hier schön finde, halt keine Coca-Cola, ja, also sondern relativ hell, 59,9 Volumenprozente. Mir persönlich, aber ich sage es einfach so, wie es ist. Ihr wisst, wir wissen ja alle, ich arbeite bei Kirsch, aber ich mag den wirklich sehr gerne. Ich finde den sehr lecker, weil der für mich das Beste aus beiden Fässern halt vereinigt hat. Der ist halt, riecht original wie ein schönes Bourbonfass und hat aber so Tannine vom Sherry Butt. Das finde ich nice. Und Mordlach, ich bin auch so ein, ich bin nicht so Hardcore-Fan, aber ich mag Mordlach immer gerne. Ist für mich auch so ein No-Brainer. Fast alles kann man von denen trinken. Und den finde ich nice. Finde ich nice. Aber ich habe mal eine kurze Frage. Du hast gerade gesagt, Small Batch Serie seit 10 Jahren. Mhm. Kam nicht Small Batch Nummer 1 2017 raus? Keine Ahnung, das hat Mike gesagt und ich sage das jetzt einfach nach. Okay. Oder vielleicht, sorry. Vielleicht ist es auch das 10. Release gewesen, was er meinte. Ich glaube, ja. Und ich bin bei 10 Jahren ja hängen geblieben. Dann ist es wahrscheinlich das 10. Ja. Release. Und, okay. Es geht um die Releases, nicht um die Jahre, glaube ich auch. Ja, okay. Aber ich meine, Tim hat dir gleich Faktencheck cross gemacht, weißt du hier? Ich habe gerade geguckt, so, hä? Wann kam denn der erste raus? Muss ich gerade kurz nachgucken. Ich so, ich habe den doch gehabt, der war doch mega geil. Das ist doch keine 10 Jahre her. Ich dachte gerade, ich bin irgendwie kurz in der Zeit gereist. Aber nee, alles gut, war jetzt auch kein Affront. Ja, nee, alles gut. Nee, das war dann mein Fehler, muss ich zugeben. Das war dann nicht 10 Jahre, sondern 10. Release, dass man da halt mal was Neues macht. Das war wahrscheinlich ja so die Intention dahinter. Ich würde auf jeden Fall auch jetzt nach dem Probieren, also trinkbar alles, okay. Ich würde trotzdem, glaube ich, immer den, wenn ich jetzt vor einer Kaufentscheidung stehen würde und von mir würde der Very Cloudy 7 Jahre stehen und der 8 würde ich immer mit den Very Cloudy greifen. Kostet halt knapp die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte, kostet ein bisschen mehr als die Hälfte, glaube ich. Das kostet 35, 37 Euro oder sowas, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Und ist für mich einfach ein bisschen der angenehmere Whisky so. Ja, er hat schon Wucht, ne? Guck mal hier, Tim Ich habe mir 2 Löffel Wasser reingemacht, ne? Also von daher. Ich habe gerade ohne Wasser probiert, absolut trinkbar, funktioniert, aber hat natürlich ordentlich Power. Und jetzt ich habe so ein paar Tropfen Wasser dran gemacht. Also ich bin ja auch nicht einer, der irgendwie eine Pipette oder so nimmt. Ich nehme einfach meine Kanne und schütte rein. Und habe gerade so vorsichtig ein bisschen Wasser dran gemacht. Alter, dann ist der richtig geil. Dann hat der eine Fülle im Mund, eine Öligkeit, schmeckt eine extreme Süße irgendwo auch. Mhm. Ich habe wieder so eine leichte Assoziation mit grüner Gurke irgendwo, irgendwas Grünes. Macht aber Spaß. Also ich würde in dem Fall höchstwahrscheinlich den vorziehen, anstatt dem Very Cloudy, obwohl die sind beide geil. Kommt halt drauf an, worauf man Bock hat. Ja. Du Verräter, du Hund, du. Ja. So. Meine Pizza irgendwie scharf war. Ich habe auch da wieder nur Schärfe. Also entweder schmecke ich heute einfach alles zu scharf oder keine Ahnung. Ja, hat auf jeden Fall Power. Hast du die Diavolo von Iglo dir vorher reingeschmatzt vorm Tasting oder? Ja, ich habe sehr knapp vorm Tasting was gegessen, aber es war eigentlich keine scharfe Pizza, aber das heißt ja nichts davon, dass ja die Palette kann ja von allen möglichen Varianten des Futters irgendwie verändert werden, kann das auch sein. Ja, aber gut. Ich habe das auch manchmal, das sind so Tage, ne, dann probierst du irgendwie 40%er und denkst dir so, Alter, was ist denn hier los? Und hast eigentlich, also, und da weiß ich auch genauso, du kannst das Glas eigentlich fast gleich wieder wegstellen, weil das wird oft nicht besser. Ja, kann aber auch daran liegen, ich bin einfach auch todmüde. Also ist vielleicht auch wirklich das ein bisschen. Ja. Ich weiß, was du da berühmte Tagesform. Trink einfach den nächsten Whisky. Ja, man sieht hier, die Schlachtzahl wird erhöht. Ich meine, während Tim noch genüsslich an dem Mordlach riecht, können wir mal zum Razzi rüber? Inselhopping. Auf jeden Fall. Inselhopping oder wollen wir den Ben Romach noch zwischenschieben, meinetwegen, aber den Razai können wir eigentlich machen. Ja, ab zur Isle of Razai in Release. Der hat eine krasse Farbe, ne? Er hat eine krasse Farbe, ja. Und ich finde, ohne Scheiß, ich habe mir das Ding ja besorgt, rein Flaschenoptik, ne? Weil ich ganz genau weiß, das wird eine schöne Kerze bei mir. Oder keine Ahnung was. Oder ein Wasserspender oder so.
Schickst du mir, ich baue dir eine Lampe. Als ob. Wenn ich dir die schicke, die kriege ich die doch nie wieder. Nee, tatsächlich. Tut mir leid, ist mir kaputt gegangen. Ja, genau. Nee, tatsächlich. Ich bin nicht Tim. Aber sag mal, von der Farbe her würde ich jetzt hier tippen auf entweder Rotwein oder Port. Hier Anteil zumindest. Rotwein, okay, weil das ist ja so ein krasser Rosé-Stich. Die guten Sitter-Cask, STR-Cask. Ich habe, weil ihr gesagt habt, ihr würdet eventuell, wenn es klappt, das Ganze vielleicht auch aufnehmen. Ich habe mir hier, das hab ich jetzt erst gemerkt, ich habe mir, damit ein bisschen mehr Licht ist, ich habe so eine Tageslichtlampe zu Hause. Ja, damit man im Lockdown und jetzt beim Schnee und so, damit man zu Hause ein bisschen bessere Laune kriegt, habe ich mir die Tageslichtlampe fürs Licht hingestellt und das ist eigentlich perfekt zum die Farbe abgleichen, also den Whisky dagegen halten. Ist mega auf jeden Fall. Sehr nice, ja. Und deswegen so mega Rosé-Stich auf jeden Fall. Ja. Also Licht und das Thema Wohlfühlen, das hat ja einen ganz engen Zusammenhang. Es gibt aber auch Menschen, ich kenne einen, deswegen muss ich das erzählen, weil ich die Story so lustig finde. Der war immer davon so fasziniert und begeistert, wie cool das Fleisch im Supermarkt aussieht, weil das ja immer so schön rot ist. Und die haben ja ganz besondere Lampen. Und der hat sich diese Lampen besorgt und hat sich die im Badezimmer in die Decke eingebaut. Und wenn der sozusagen morgens ins Badezimmer kommt und guckt so in den Spiegel, dann sieht er sich immer so total in angenehmer, sozusagen nicht weiß oder verblichen oder sonst was, sondern der strahlt immer, ist immer total mit einem tollen Ton im Gesicht und denkt immer so, total gut, nice. Super, ich sehe gut aus, dann stapfst du dann sozusagen in den Tag. Und wenn du da reinkommst, dann denkst du, du warst im Urlaub. Du gibst bei dem, bist du bei dem Wartezimmer, guckst in den Spiegel und denkst, ey, was ist los? Wie geil ist das denn? War ich hier gerade auf der Sonnenbank oder was? Gehst morgens ins Badezimmer, siehst aus wie ein Kotelett? Wie geil ist das denn? Ja, du siehst halt einfach viel, viel intensiver aus, weißt du? Das ist ja so, da sieht ja so ein beiges Schweinenackending, sieht ja richtig schön rosé aus und so. Und genauso ist das auch, wenn du dann da morgens ins Bad reingehst und denkst, wow. Ich bin ja froh, ich habe ja immer so ein bisschen, ne, so einen kleinen Turn. Das ist ja immer, ich habe ja immer eine gesunde Hautfarbe. Das macht mich ja auch mal gleich immer ein bisschen jung, obwohl ich ja auch ein bisschen älter bin. Aber finde ich geil. Also Kotelettfarbe for the win, Alter. Sag dir das. For the win. Geile Nase auf jeden Fall hat das Ding hier. Ist nice, Junge, oder? Junge, Junge. Das ist ja, da ist ja auch wieder alles drin, ne? So ein bisschen Rauch, übelste Frucht, cremig, auf jeden Fall gleichzeitig ohne Ende. Ja. Ich finde es spannend, die haben diese While We Wait-Abfüllung ja immer gemacht. Ja. Genau. Und das fand ich so nice, weil die mit dieser While We Wait-Abfüllung gar nicht so weit weg davon waren. Ich habe die nochmal probieren dürfen und riechen dürfen. Die waren nicht so weit weg davon. Das fand ich ganz gut, weil das tatsächlich, also die haben da eine nice Sache gemacht. Also so Rotweinrauch, ein bisschen dreckig, ein bisschen schmutzig. Das finde ich irgendwie echt gut. Glaubt man nicht, dass es halt irgendwie 3 Jahre plus ist oder sowas, sondern riecht schon viel tiefer irgendwie, ne? Ja. Ich habe auch so ein Fruchtledermuff. Also so eine muffige Note, die so ledrig-fruchtig irgendwie ist. Ja. Ich wollte es nicht sagen, irgendwas Muffiges hat es auf jeden Fall, aber geil muffig. Ich feiere den sehr. Wir hatten den ja schon im Video mal gehabt. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh. Der performt für mich exakt genauso wie im Video. Also ich bin weil manchmal ist es ja wirklich so, kennt ihr ja alle, jeder Whisky-Fan ist sich das, glaube ich, bewusst, dass Whisky immer so eine Momentaufnahme ist. Und deswegen sind ja auch Whisky-Reviews immer so eine Gratwanderung, weil es ja immer nur eine Momentaufnahme sein kann. Und manchmal ist es dann so, dann machst du ein Video und sagst irgendwas über den Whisky und denkst dir danach so, okay, hätte man genau anders auch sagen können. Aber der ist für mich wirklich genau wie im Video. Ich finde den mega lecker. Der ist super süffig. Für 3 Jahre extrem mild. Der Rauch ist einfach super schlau gemacht, dass sie einen rauchigen Whisky gemacht haben, weil der Rauch kaschiert halt einfach jegliche Jugend und mögliche Offnotes, die vielleicht dann noch drin rumleuchten würden. Ist halt nichts drin. Der riecht und schmeckt für mich wie ein perfekt ausgereifter Whisky. Und die Weinfässer bringen halt eine mega geile Süße und Gummibärchen und also, da ist so viel Aroma schon drin. Ich rote Grütze. Ja, für mich ist Salzstange. Salzstange. Und der hat. For days. Der hat was total Trockenes. Die Tannine sind auf jeden Fall spürbar. Das ist so ein geil. Also, du hast ihn auf der Zunge und denkst dir so: Krass, du hast noch die Flüssigkeit auf der Zunge, trotzdem ist es schon staubtrocken. Ja. Und gleichzeitig die süße Frucht, Rauch. Ich sag ja, wenn du wirklich einen jungen Whisky rausbringst,
Weinfässer und rauchig ist auf jeden Fall so ein Ding, funktioniert richtig gut. Machst du nicht viel verkehrt mit, ne? Das ist wirklich ist ein gutes Konzept. Und ich meine, Ja. ich habe im Video habe ich ihn, habe ich ihm so in Talisker-Richtung geschoben, was natürlich auch passt, weil Isle of Skye und Rasay, ne, irgendwie direkt nebeneinander. Jetzt gerade Ja. muss ich sagen, erinnert er mich sehr an eine Hermitage-Abfüllung von Benromach. Die waren auch mal, gingen auch ein bisschen in diese Richtung manchmal. Nicht so Ja. rauchig natürlich, aber diese furztrockene Weinnote, die hatte ich bei Benromach in den Weinabfüllungen auch teilweise mal. Ja. Also ich könnte noch gerade so ein bisschen Richtung Campbelltown schieben. Weil für mich ist er heute so ein bisschen dieselig auch, würde ich Ganz sagen. koscher, habe ich vorhin auch gedacht. Ganz koscher aus dem Weinfass so ein bisschen. Ja. Bei Die, Hermitage, da gab es diese auch irgendwie so. Festivalabfüllung. Ja, genau. Oder so ein Ledeck mit Rotwein oder sowas wäre auch was, ne? Der ist schon wirklich, wirklich gut. Eigentlich auch witzig, ehrlich gesagt, dass wir noch neben dem ein Ledaig und ein Benromach Cask Strength haben und ein Ledaig mit Weinfinish, weil im Grunde ist das eigentlich genau der Mittelweg zwischen diesen beiden Whiskys. Nur, also hochgedreht auf den Volumenprozenten, mit dem Rauch vom Ledaig, mit dem Wein vom Ledaig und mit dieser malzig, trockenen, staubigen Note von Benromach irgendwie. Keine Ahnung. Ist ein witziger Grenzgänger, finde ich gerade. Ihr kennt den schon? Wasser reinmachen? Ja, nein. Steht. Hat funktioniert bei uns, ja. Also nicht viele, ich habe immer so ein paar Tropfen reingemacht, glaube ich, aber hat es ausgehalten, meine ich. Ja. Also ist nicht zusammengebrochen für mich. Ja. Kann schwimmen. Ich mache da kein Wasser rein, der ist so geil. Ist echt lecker, ne? Ja. Ja. Jetzt muss ich Also dazu und sagen, aber. ich hab bei einer Flaschenteilung selber noch 10 cl davon irgendwo im Schrank stehen. Und ich habe auch mir diese Flasche gekauft, allerdings schon vor, ich weiß gar nicht, 1,5 Jahren oder sowas, als die Brennerei die in so einem Frühkäuferprogramm drin hatte. Also da hat man das ein Jahr vorher gekauft und dann hat man die halt so irgendwie, ich weiß gar nicht wann, vor 3, 4 Monaten habe ich dann zugeschickt bekommen. Ja. Ja, Die hat ein deswegen, bisschen mehr also ich habe den Volumenprozent. aber noch nie probiert. Ich habe, wie gesagt, das 10 cl-Thermal steht auch im Schrank, ich bin auch einfach nicht dazu gekommen. Das Timing auf jeden Fall. Sehr gut, aber Ja. es macht jetzt nicht schlechter. Also das ist, da kann man sich über jedes CL freuen, was man dann noch irgendwie hat, ohne dass man jetzt die schmucke Flasche aufmachen muss. Ja. War ja auch total der Run drauf, definitiv. Und das glaube Ist ich bei das vielen durch? Leuten. Die Flasche Was denn? durch? Ist das durch? Das Ja, 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 die sind, die mega. sind. Ultra der Hype gewesen, also auch total schnell Okay. bei Kirsch relativ schnell ausverkauft gewesen und dann selbst im Einzelhandel war es auch schnell weg und dann ging es im Einzelhandel sehr schnell nach oben. Sekundärmarkt natürlich wieder irgendwie, ne, Leute wollten irgendwie Bottle flippen und viele, was dann auch wieder heiß diskutiert wurde, wo dann natürlich wieder auch ein bisschen der Rant losging, dass halt dann viele, viele Einzelhändler irgendwie dann die Preise hochgeschraubt haben, als sie gemerkt haben, dass die Flasche halt sehr stark begehrt ist. Muss man sich nicht mit aufhalten mit der Diskussion. Das ist, glaube ich, einfach der Sache geschuldet. Ich finde die Abfüllung sehr gelungen. Also am Ende des Tages beurteile ich immer ein Whisky nach dem Preis, also nach dem UVP oder nach dem Preis, der quasi direkt nach dem, den der Großhändler aufruft oder der quasi im Einzelhandel angegeben wird als Startpreis. Das ist auch meistens der Preis, den ich unten in die Editing bei unseren Videos reinschreibe. Ich versuche das immer so ein bisschen zu machen, entweder den aktuellen Marktwert oder den Startpreis. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber ne, weil irgendwann, ich glaube, der hat bei 120 gestartet, roundabout in Deutschland. Ungefähr, glaube ich, oder 100. Weiß ich nicht mehr ganz genau, ne? Aber ging dann sehr schnell höher. Aber ich finde, ehrlich gesagt, für ein Erst-Release ist das schon in Ordnung. Also für einen Huni, für diese geile Flasche, für eine komplett Erstabfüllung von der Brennerei, ist das einfach der Marktwert heutzutage. Das ist, ne, das machst du halt nichts. Und ich meine, er ist gelungen, muss man einfach auch dazu sagen. Ja, ich glaube, 2020 war so ein bisschen auch das Jahr der ganzen neuen Brennereien, was da alles rauskam, ne? An jungen Brennereien, die haben gefühlt alle im gleichen Jahr angefangen zu produzieren. Jetzt kommt gerade Anfang diesen Jahres ja noch Tora Wake raus. Das ist jetzt auch irgendwann, diesen Monat muss das ja auch noch kommen, ne? Da bin ich auch mal gespannt, was ja dann auch für Sky quasi der nächste ist. Ich bin auch Sehr, sehr sehr, spannend. ich bin generell super. Es ist eine schöne Zeit eigentlich, Whisky-Fan zu sein. Mal wenn man jetzt mal die Preisentwicklung mal weglässt. Wobei, da muss ich auch, ne, aber auch da muss ich Paddy recht geben. Wir hatten die Diskussion neulich mal zum Thema Preise. Haben wir uns, ich glaube, haben wir uns offline unterhalten, Paddy. Und da meintest du auch so, ja, die Preise steigen, aber nicht für Standards. Und da muss ich dir ehrlich gesagt recht geben. Das ist, ne, diese Diskussion von wegen alles wird teurer. Nein, es wird nicht alles teurer. Wenn man sich mal einen Kaulila 12 anschaut, einen Bowmore 12, einen Craigenwood 12,
die sind seit Jahren stabil in den Preisen. Und das sind mal ehrlich gesagt auch die Whiskys, die ich oder unser Eins irgendwie am Abend mal vernichten wollen. Und ich glaube, dass so alles bis 50, 60 Euro sind auch eigentlich noch relativ stabil. Paddy will das sagen. Ja. Ich würde, also ich weiß, ich wollte nicht so auf den Rant einsteigen, aber ich habe ja eure letzten Podcasts auch gehört und ich weiß, dass man sich da auch schnell in Sphären steigern kann, wenn es so ein bisschen um die Preisdiskussion geht. Aber ich wollte eine Sache so gerne aus dem Nähkästchen mal plaudern, damit ihr auch da so vielleicht, also weil ich habe da manchmal so eine andere Sicht auf Dinge. Ich muss das aber auch mal so ein bisschen abschütteln manchmal, weil ich ja beides bin. Ich bin Whisky-Liebhaber, aber ich arbeite auch mittlerweile da so in der Branche. Whisky oder Spirituosen haben schon einen sehr hohen Steueranteil. Also das heißt, da ist für den Händler, der das handelt, nicht wirklich viel Marge drauf. Wenn er jetzt ein Produkt in die Hand bekommt, was so nachgefragt ist, und ihr kennt das BWL 101, Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Das ist zwar nicht immer toll aus Endkonsumentensicht, da denkt man halt so, warum ist das jetzt so teuer? Aber es ist leider so, wie es halt funktioniert. Das ist ja in unserer Marktwirtschaft nun mal so der Fall. Und dann finde ich es aber, dann muss man ein Stück weiter denken. Also wenn jetzt der Einzelhändler die Chance hat, mal ein bisschen mehr Marge einzustecken, hat er auch die Chance, gerade solche Sachen wie die Standards mal durchzudrücken und auch auszuhalten, weil da ist nichts dran. Also da ist wirklich null Marge dran. Die Preise sind komplett kaputt. Lagavulin 16 und wie sie nicht alle heißen oder sowas, das ist nichts mehr dran. Und das wollen aber die Leute trotzdem noch trinken. Und der Händler hat an sich dann nur die Chance, mehr oder weniger zu überleben, wenn er halt mal so ein leckeres Ding kriegt, wo halt die Kunden dafür auch bereit sind, mal eine Mark mehr zu bezahlen. Klar ist das nicht fair für denjenigen, der das vielleicht nicht die Chance hat, diese Mark mehr zu bezahlen. Aber leider muss man sagen, dass der Markt sich gerade aktuell so gestaltet. Ob man das gut mag oder gut heißen mag oder nicht, das haben wir dahingestellt. Das möchte ich auch gar nicht wertend jetzt betrachten, aber ich möchte euch mal eine andere Sicht der Dinge vielleicht geben. Und was ich immer spannend finde, ist, geh mal in einen Matratzenladen rein, dann siehst du da eine Matratze, 850 Euro UVP, heute für 250 Euro und du denkst, geil, das ist ja ein fairer Deal und alle haben was verdient. Und jetzt frage ich mich, wo da die Verarsche ist. Das wirst du merken, wenn du am nächsten Morgen so aufwachst, weißt du. So ist es. Also nur mal so vielleicht auch eine andere Sicht der Dinge so ein bisschen zu geben. Also ich kann das absolut alles nachvollziehen und ich habe Verständnis für alle möglichen Seiten da, die da irgendwo sind oder sowas. Es ist kein einfaches Thema. Ich würde auch am liebsten die besten Whiskys für lau mit allen Menschen trinken, die ich halt gern habe oder sowas. Aber hey, aber Paddy, das ist ja gar nicht der Punkt. Ich muss da ganz, ganz kurz sagen. Also du hast natürlich völlig recht mit dem, was du sagst. Das ist eine relativ lange Nahrungskette, die da leben muss. Ne? Die Produzenten von dem Zeug, die müssen leben. Die müssen Sachen beiseite stellen, ohne was dafür zu kriegen. Du warst mal in der IT-Industrie, ich bin noch in der IT-Industrie. Wir würden niemals einen Server bauen und den 10 Jahre in die Ecke legen. Das ist totes Kapital. Das muss am besten gestern raus, damit es kapitalisiert wird wieder. Das ist in der Whisky-Industrie ganz anders. Deswegen habe ich auch dafür natürlich Verständnis, dass man eine Ware, die man produziert, wo man Kosten hat und die einfach nur liegen lassen muss, unproduktiv, den Cash, den man da reingesteckt hat, dass das natürlich auch irgendwann wieder verdient werden muss. Das Zweite ist dann die Importeure, die Großhändler, die müssen was verdienen. Die müssen das verteilen. Das ist ja auch extrem wichtig. Die haben eine ganz wichtige Funktion. Und dann hast du halt die Händler. Und da wünsche ich natürlich einem Online-Händler genauso wie einem lokalen Dealer oder diesen ganzen Mischformen davon, dass die auch alle gut leben. Und die sollen ja auch nicht am Hungertuch nagen. Worüber, glaube ich, was uns dann wehtut, ist nicht, dass nicht, also wir wissen das auch zu schätzen, dass wir in Thales gerade 10 Jahre für 30 Euro kaufen können oder für 28 oder meinetwegen in Holland für 26 oder sonst irgendwas. Alles super. Ne? Es gibt halt so Entwicklungen, einmal im Bereich Single Cask, ne, wo halt der Whisky extrem teuer wird und einmal im Bereich ältere Abfüllung, ja, wo du auch auf einmal so eine Kurve hast, die so hoch geht. Und das sind halt die Sachen, die halt dann die Genießer eher wollen und lieben. Ne, die wollen halt nicht immer einen Glenfiddich 12, wobei ich super finde, das ist doch günstig. Sie trinken auch gerne übrigens Glenfiddich 12, ist kein Rant gegen Glenfiddich. Ne? Ich will nur sagen, da möchtest du natürlich solche Sachen auch mal haben und wenn dann irgendwie so ein, wenn du dann siehst, dass ein Whisky quasi sich innerhalb von 2-3 Jahren im Preis verdoppelt hat oder meinetwegen um 50% gestiegen ist im Preis in relativ kurzer Zeit,
dann denkst du natürlich auch irgendwie, hey, jetzt muss, ist auch mal irgendwie gut. Dass das natürlich immer noch in einem System, wo es einen globalen Markt gibt, wo in Asien immer mehr Leute Whisky kaufen wollen, wo sich natürlich auch ein Händler in Schottland oder ein Produzent überlegen muss, ey, gebe ich die Fässer jetzt nach Asien, wo ich viel mehr Geld für kriege, oder gebe ich die nach Europa, wo die alle knauserig sind und denen auch nicht zahlen wollen für Single Cask. Verstehe ich alles. Aber aus meiner Perspektive heraus ist einfach dieser Preisanstieg ist brutal halt. Ne? Und wenn ich einer deiner Lieblingsdistillerien, Vetter Kern, die waren früher bei Signatory immer, das war Standard und verfügbar, 18, 19, 20 Jahre Vetter Kern, 46% Anschill filtert, in so Bourbon Cask Hogshead, das hat irgendwie 50, 60 Euro gekostet zum Teil. Jetzt bist du dabei irgendwie 100 plus. Ne? Und das ist halt in kurzer Zeit, ne? Das ist in 2, 3 Jahren passiert. Und das ist halt was, darüber regen Tim und ich uns ein bisschen auf, was jetzt aber nicht heißt, dass ich nicht natürlich jedem Händler Wohlstand und Prosperität und einen geil laufenden Laden und natürlich auch einen Haufen Gewinn gönne. Keine Frage. Ich glaube auch nicht, da macht sich ja auch keiner die Taschen voll. Ich glaube nicht, dass ihr das bei Kirsch macht. Ich glaube nicht, dass es der Händler vor Ort macht, sondern man kalkuliert halt sein Geschäft so, dass man damit leben kann, und das macht jeder halt ein bisschen verschieden. Aber nichtsdestotrotz gucken wir natürlich auch aus einer bestimmten Perspektive auf ein Thema und sagen, ey Leute, das kann doch nicht sein. Ne? Schon wieder teurer geworden. Absolut, ich meine, gerade bei den alten Whiskys ist es halt wirklich extrem, und das merkt man ja momentan wirklich, bei 18 plus eigentlich geht schon massiv nach oben. Aber das ist halt, glaube ich, einfach schlicht und ergreifend der Tatsache geschuldet. Ich würde sagen, den Ledake zuerst, oder? Boah, ich würde fast zum Ben Romach gerade, also der ist stinkiger vielleicht, aber lass uns ruhig zum Vergleich, weil die, also gut, sorry, dass ich da jetzt so kurz reingekretscht bin mit meinen Flaschen, die ich hier hochhalte für alle Zuhörer. Lass uns ruhig zum Ledake gehen, weil der ja einen ähnlichen Charakter hat, aber hier sieht man mal so eine Standardabfüllung. Also ist das Rioja-Cask-Ding? Ja. Sinclair, genau. Oh, cool. Ja. Sehr gut. Bin ich auch sehr neugierig. Nur um den Gedanken kurz abzuschließen, es ist ja im Grunde eine total einfache Rechnung. Wenn du sagst, weißt du, der Markt, wenn normalerweise was nachgefragt wird, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich erhöhe den Preis und dann kommt die Produktion hinterher. Das geht halt bei einem 25 Jahre alten Whisky einfach nicht. Punkt. Ich kann halt nicht morgen 25 Jahre alten Whisky produziert haben. Also es ist doch völlig klar, wenn sich der Markt halt verdreifacht, muss sich logischerweise auch der Preis mehr oder weniger verdreifachen. Und der Markt hat sich halt einfach durch Asien, durch Südamerika, durch, ich weiß nicht, wie es Afrika ist, ob sich da auch eine Expansion stattgefunden hat. Paddy, ich bin mir nicht ganz sicher. Afrika? Also ich weiß, dass von Südamerika und von Asien ganz extrem, dass da ganz, ganz viel mehr nachgefragt wird. Aber das sind ja riesige Märkte. Ich meine, Asien ist ein derart großer Markt. Und deswegen wundert es mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass Whiskys über 20 Jahre mittlerweile so schnell so viel teurer werden. Dass es nicht geil ist, das braucht man nicht diskutieren. Aber ich glaube, man muss trennen zwischen unserer Emotion und der Sicht auf die Dinge und einem Sachverhalt. Ne? Und deswegen finde ich, ist Schimpfen aus emotionaler Connoisseurs-Sicht auch berechtigt und wichtig. Wir müssen das auch tun, dass jetzt der Händler nichts dafür kann, dass die Flasche so teuer ist. Das ist mir auch schon klar. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, auf einen Händler zu schimpfen, der so ein Ding dann 20 Euro teurer verkauft, weil er halt andere, der hat ja auch eine Mischkalkulation. Das wissen wir ja gar nicht als Menschen, die einfach auf den Shop gucken, wie der kalkuliert. Alles gut. Und am Ende muss man sich überlegen, willst du dein Zeug sofort verkaufen, um wieder Cash zu haben für die nächsten Sachen, die du einkaufst, oder machst du es ein bisschen teurer und es liegt halt ein halbes Jahr bei dir und dann wirst du es vielleicht später los. Das ist ja, es ist im Autohandel genauso. Also von daher, warum sollte das da anders sein? Ne? Aber das ist genau das ist ein Punkt, der hat mich wirklich gestört, und ich glaube, darauf können wir uns alle einigen, dass man sich über die Preissteigerung, über das Thema an sich aufregt, ist völlig nachvollziehbar. Gegen wen man das richtet, das Argument, das finde ich aber, kann man wirklich dann differenzieren. Ich hatte das nämlich neulich mit einem, will ich jetzt gar nicht näher benennen, Facebook aus dem Fanbereich, wo halt dann jemand bei Nichnieren, dieser neuen schönen Brennerei aus den West Highlands, die auch bei Paddy im Portfolio jetzt ist, die machen einen ganz tollen Job aus meiner Sicht. Ich mag die Brennerei sehr gerne. Und da wurde dann halt mega gegen die Brennerei gewettert, dass jetzt das Batch Nummer 1 150 Euro kostet im Internet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sorry Leute, dieses Batch ging mit 55 Euro UVP an den Markt. Ja, ja. Und es ist einfach komplett daneben, der Brennerei vorzuwerfen, was der Whisky im Sekundärmarkt kostet, nachdem er ausverkauft ist. Das finde ich Bullshit. Ja, und da finde ich, muss man differenzieren können. Man muss dann zumindest sagen,
okay, ich finde die Preisentwicklung scheiße. Ich finde es schade, dass es so wenig von dem Whisky gibt. Aber es der Brennerei vorzuwerfen oder ne, also das ist dann für mich so ein bisschen, ich meine, gut, ich, alles gut, ne? Die Leute kennen die Zusammenhänge einfach vielleicht auch nicht. Und man darf auch nicht von jedem erwarten, das zu verstehen. Aber da denke ich mir dann so, die machen ihren Job, die machen einen guten Job, die tun, was sie können und mehr können sie halt nicht machen. Und wenn der Whisky dann nachgefragt ist und Leute dafür mehr Geld nehmen, so what? Dann ist es halt so. Ich meine, ja, dann müssen wir machen. Ja, aber gut, lass das abschließendes Thema. Ich glaube, das ist ein ziemlich unleidiges, wobei Paddy sitzt, glaube ich, auf grünen Kohlen. Du wolltest auch noch irgendwas dazu sagen, oder? Nee, alles gut. Also ich habe absolutes Verständnis dafür. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist, ich kann da jeden verstehen. Ich weiß auch einfach, es kommen also in meinem Team ja einfach auch viele Mails an, gerade zu diesem Thema halt. Und ich habe da einfach Verständnis für. Aber es ist halt einfach, wie der Markt sich entwickelt und man kann nichts machen. Also ich finde das jetzt auch nicht irgendwie gerade cool, wenn du in Bremen nach einem Haus guckst, das ist halt irgendwie 600.000 Euro Abrissbirne ohne Fenster mit einem Klo draußen oder sowas halt dann kostet. Aber bei euch auch. Ja. Halt, ne? Genau. So. Weißt du, irgendwie 1930 gebaut noch oder sowas und keine Stromleitung und auch kein Internet, aber kostet halt 600.000 Euro, weil es ist halt so, es ist halt so. Macht nichts. Zurück zum Whisky. Wir haben hier so ein Le Dick. Geil. Geil. Sinclair Series, 46,3 Volumenprozente. Man weiß nicht, warum genau, aber das ist halt so. Und da muss ich halt sagen, so, der ging durch bis nach Meppen, ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, in wie vielen Shops der irgendwie wieder verkauft worden ist. Und ich kann es verstehen, weil der ist einfach geil. Nochmal die Frage, Teddy. Nochmal zum dritten Mal. Habt ihr den noch? Ich glaube, der ist schon weg, oder? Mhm. Oder gibt es den noch? Mhm. Gibt es nicht mehr, ne? Scheiße, ich wollte mich eine Flasche haben. Na egal. Muss ich den doch woanders holen. Aber ja. Also, wir sind hier wieder bei Rauch, bisschen mehr Alkohol, Jugend und Rotweinfass. Und das ist ich bin bei Haribo, Fantasia, ja. Fruchtmischung. Ja, ja. Fantasia. Das ist halt ein safes Ding. Ne? Ich erinnere mich, es gab mal von Gordon MacPhail die Private Collection und da gab es einen Lecic aus dem Hermitage-Fass. Hermitage. Mhm. Alter, übelst geiles Ding. Und den gibt es ja jetzt aktuell, glaube ich, sogar wieder mit dieser im neuen Design. Ne? Der kam irgendwie so im letzten Jahr oder so, wann mal, da habe ich auch überlegt. Und da würde ich aber jetzt zweimal überlegen, ob ich mir wirklich den von Gordon MacPhail hole oder das Ding hier, weil reicht mir und ist geil und macht einfach Spaß, ne? Ja, ja. 41 kurz, Euro halt, ne? Ja, kurz. Das kurz ist schon grad unter 40 Euro, ne? Also Der Isle of Rasay im Vergleich ist, auch wenn er wahrscheinlich deutlich jünger ist, ungleich, also komplexer, vielschichtiger, da geht irgendwie mehr. Der macht richtig Spaß, ne? Das ist ein richtiger, schöner Zecher, ne? Der ist gefährlich, ne? Wenn mit ein paar Jungs so eine Flasche, das ist schon gefährlich, ne? Lagerfeuer und die Pulle und dann geht der Punk ab. Mhm. Dann geht der Paddy ab. Auf jeden. Ja, ich hab so, also wir haben davon ein Video gedreht und ich weiß gar nicht, ob ich habe den hier und da, glaube ich, mal ein Sample verteilt oder sowas, aber dann der Rest ging so beim Abend, ich habe mir ein Bierchen aufgemacht und habe dann halt gesagt, so, oh, der ist aber lecker zum Bierchen und dann habe ich mir noch so ein eingeschenkt und noch so ein eingeschenkt und dann bin ich irgendwie sehr bettmüde und bettschwer ins Bettchen geholpert, weil der einfach, der geht, ne? Sorry, also No-Age-Statement-Whiskys, ich kann jeden verstehen, der gerne ein Alter draufstehen hat, weil er einfach gerne wissen möchte, wie alt dieser Whisky ist. Bei dem interessiert mich das einfach null. Egal, wer mir den eingeschenkt hätte, hätte ich gesagt, geiler Zech-Whisky. Und mehr so nicht. Aber nice gemacht. Dreckiger Le Dick. Ich sage ja immer gerne Lecic. Aber Le Dick ist auch geil. Le Dick ist eigentlich auch so ein No-Brainer gewesen. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht vorher drauf gekommen bin. Ich habe heute nochmal, also das war auch lustig. Ich habe ein Sample Entschuldige, Paddy, ich will hier so lachen. Was denn? Ja, also es war ja irgendwie relativ lustig. Ich habe dir ja die Samples zu euch rausgeschickt und dann saß ich heute so beim Frühstück und war, habe ich eigentlich Leon die Samples vorbeigebracht? Ich so, den Mordler hat er, glaube ich. Hat er den Rest? Ich so, ich glaube nicht. Da habe ich ihn so geschrieben, ich so, sag mal, hast du den Rest der Samples? Und er war so, ja, nee, Moment, nee, habe ich nicht. Und ich war so, ach so, ja, dann muss ich das erstmal noch abfüllen. Und halt so ein Insider, wir beiden sagen halt irgendwie oft, Dick. Und dann war ich halt so,
Le Dick. Und dann habe ich mir gedacht, ja geil, das muss ich einfach draufschreiben. Und dann habe ich halt Le Dick auf den Sample von ihm draufgeschrieben. Und habe sogar, weil ich das beim ersten Mal verschmiert habe, gleich noch ein Label fertig gemacht. Deswegen sieht man da halt Le Dick. Und ja, seit heute taufen wir einfach, weil man ja sich nie einig sein kann, ob es Le Dick, Le Chick, Le Chick ist. Es ist ab heute Le Dick. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das vorher hieß. Ich kenne nur noch Le Dick. Mhm. Le Dick. Nice. Französisch. Der Penis. Oh, jetzt muss ich wirklich den Knopf drücken. Nein. Bilder geht aus meinem Kopf. Auf der Zunge allerdings doch schon ein bisschen wässrig, muss ich sagen. Klar. Aber, wie gesagt, Lagerfeuer, mega. Du hast schon gesagt, geht der Punk ab. Apropos, geht der Punk ab. Musik. Mal ein Bierchen, bitte wieder da. Sollen wir? Paddy, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Sollen wir jetzt schon über Musik reden? Also ganz ehrlich, ich habe wirklich, das ist nicht gelogen, ich bin ja wirklich ein Fanboy von euch. Und eigentlich war das so, nachdem du mir geschrieben hast, Tim, war das so, dass ich die ganze Zeit überlegt habe, bestimmt muss ich jetzt einen Song aussuchen und den in die Playlist hauen. Und was für einen Song machst du? Machst du so einen Paddy-Song? Hey, so ein bisschen Ghetto-Asi-Party-Schmarty-Mucke? Oder machst du mal was richtig deep ist, so, wo du halt so zeigen kannst, dass du auch wirklich Musikgeschmack hast und haust mal einen raus und so deep, soul, spiritual, keine Ahnung was, machst deine Seele auf und haust einen Song raus, der dir halt ganz nah am Herzen ist? Oder machst du was anderes oder einfach der, den du irgendwie am häufigsten gehört hast in letzter Zeit? Ich war mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Und bin heute nochmal auf der Rückfahrt. Ich habe heute nochmal so ein bisschen, bin so ein bisschen durch Bremen gefahren. Und wenn man hier in Bremen langfährt, gibt es eigentlich zwei Brücken. Man sagt ja halt immer, Bremen riecht nach Kaffee und Bier. Das stimmt tatsächlich. Wenn man hier die B75 langfährt, dann riecht man Bier, weil da ist AB InBev und die produzieren dort und dann riecht man Bier. Wenn man über die A281, das ist so eine Umgang, so eine Umgehungsautobahn, die Milliarden verschluckt hat, wo Bremen sich mal wieder irgendwie völlig verplant hat, aber ist nicht schlimm. Und wenn du da lang fährst, da ist Melitta-Kaffee und die haben da frisch geröstet. Und währenddessen ist mir tatsächlich dann mein Song eingefallen, den ich, glaube ich, gerne auf eurer Song-Playlist haben möchte. Hau raus. Aus dem folgenden Grund, weil ich habe die Nostalgie von Olli, konnte ich voll nachvollziehen, so in den 90ern hängen geblieben, mega geile alte Songs halt nochmal rausholen. Bei mir ging es auch mal so Richtung 2000er, die ich dann viel gehört habe wieder, wo ich mir dachte halt so mega geil eigentlich so, wo ich dann viel in Discos unterwegs war, den ganzen Disco, Underground-Shit und keine Ahnung was. Und dann dachte ich mir aber, nee, ich möchte mich auf was besinnen, was beides so ein bisschen vereint. Es ist ein Klassiker, aber es ist ein Party-Song und ich finde, der passt so auf jeden Fall zu mir. Weil egal, ich kann den immer hören, wirklich immer, immer, immer und der macht mir immer gute Laune. Und ich finde, das gehört auf eure Playlist und das ist DJ Kool, Let Me Clear My Throat. Let Me Clear My Throat! Alter, geil. Genau. Ja, auf jeden. Genau. Das Geile daran finde ich halt, das passt auch, glaube ich, hier zu der Podcast-YouTube-Kombo, die wir irgendwie gerade am Start haben, weil das Ding ist gefreestylt, ist im Club einfach aufgenommen worden, mehr oder weniger, und ist einer der besten Party-Songs, die es, glaube ich, meiner Meinung nach gibt. Und ich habe so oft schon in einem Song gestanden und habe halt, if you say Tupac, und keine Ahnung was, und dazu versucht zu rappen. Und das hat mir heute auf dem Rückweg, Sonne hat geschienen, ich habe Kaffee gerochen, habe ich gesagt so, ja, der Song muss auf die Playlist. Mega. Großartig. Top. Also auch dein Intro und deine Herleitung, top, alles gut, super. Mhm. Klasse. Ja, das habe ich heute ganz darüber nachgedacht, aber ich bin damit sehr zufrieden. Aber du wolltest ja vorhin noch einen. Willst du gleich noch einen hinterher schieben? Wenn ich einen hinterher schieben sollte, bin ich mir nicht sicher. Also ich hätte zwei Möglichkeiten noch.
Pass auf, wir können ja mal die Reihe rumgehen, dann kann der Paddy sich so ein bisschen dazwischen irgendwie nochmal. Ja, ja, also wir können da gerne noch drüber philosophieren. Ich finde, Musik ist ein tolles Thema, ehrlich gesagt. Ne? Also, ich kann auch einen ganzen Podcast nur über Musik machen. Ja. Das wird auch geil. Das wird das nächste Format. Wir haben ja schon drüber geredet. Ne? Leider ist der Name Whisky und Vinyl schon weg. Ja. Es gibt zwei Kollegen aus Berlin, die machen das im Übrigen auch sehr gut. Ist auch immer cool zuzuhören. Geniale Idee, die zwei Sachen zusammen zu einem Format zu verbinden. Ja. Es gibt ja auch This Is My Dram. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Sind aus England. Ist ein englischer Podcast. Okay. Mega geil. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich weiß, da scheinen andere Gesetze zu herrschen. Die verbinden das Thema Musik und Whisky extrem. Extrem. Sind aber auch zwei echt lustige Typen, die Whisky trinken und dann Sachen machen Sachen und keine Ahnung was. Also, und die sind echt cool. Und die machen das sogar so, dass die zu jeder Folge eine Playlist rausbringen. Ja, die sind krass. Das ist natürlich Next Level Shit. Also mit 20 hätte ich sowas auch gekonnt, aber heute wäre mir das ein bisschen zu anstrengend. Ja. Da hat man ja zu der Zeit hat man dann ja irgendwie Kassetten aufgenommen, Mixtapes und weiß der Geier was gemacht und so. Von daher. Also ich zumindest in dem Alter. Ne? Da hat man irgendwie für die Kumpels Tapes gemacht und hat Tapes getauscht und alles Mögliche und so. Und man hat das auch so getimt, dass die B-Seite, wenn die gewechselt hat, weißt du, man hat ja irgendwann coolere Kassettendecks gehabt, die dann automatisch umgewechselt haben, dass das nahtlos war. Das Mixtape musste perfekt sein einfach. Ne? Ja, das stimmt. So Tapes haben ja auch so eine, also durch diese Laufzeit, entweder 30 oder 45 Minuten pro Seite, hast du ja auch so eine innere Logik, die du da haben musst und so. Und dann weißt du genau, oh shit, jetzt habe ich nur noch 2,5 Minuten. Was mache ich jetzt? Ne? Nehme ich das? Also das muss ja auch alles geplant werden und so, dass du dann nachher nicht Luft drin hast. Das ist schon cool gewesen. War schon ein bisschen. Und das Krasse ist ja, du musstest die Mucke ja auch hören, um sie aufs Tape zu kriegen. Das heißt, man hat auch viel mehr Musik gehört. Man hat nicht nur irgendwie Sachen auf eine Playlist gepackt und raus damit, sondern du hast ja die Tracks ja alle auch angehört. Ja. Das ist schon cool. Ich hätte noch einen zweiten Song. Bitte. Fällt mir jetzt gerade ein. Finde ich geil. Ich glaube, den findet ihr auch geil. Pass auf, der heißt, also der ist von einer Band, die sich nennt Cali Swag District. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Die kennt ihr vielleicht von dem Song Teach Me How to Dougie. Das ist normalerweise so ein, das ist so ein Typ, da gab es mal einen Tanz zu und dann Teach Me How to Dougie, teach me how to Dougie. Und eigentlich ein relativ fetter Beat. Die haben aber einen relativ coolen, funky Love-Song mit einem Sample von Michael Jackson, als der noch ganz jung war und bei den Jackson 5 war, drüber gehauen. Der Song heißt Where You Are von Cali Swag District. Und das ist so ein Happy-Fuck-Song auch. Den kannst du halt hören, das ist jetzt bald Valentinstag. Kannst du easy mit deiner Frau hören, hat halt einen geilen, funky Beat, geht halt mega gut ab und ist einer der Songs, die, glaube ich, von Cali Swag District nicht so auf dem Radar sind. Fängt dann nachher, so geht dann nur über zu den Teach Me How to Dougie Ding. Aber ist mal so wirklich nicht frauendespektierlicher, fröhlicher, netter Hip-Hop-Song. Den finde ich gut. Wie heißt der Titel nochmal? Where You Are. Where You Are. Geil, packe ich mit rein. Pack das mal mit rein. Das ist nice. Ist auch übrigens ein sehr cooles Video, weil dann halt in sehr geschwungener Graffiti-Schrift der Song so durchgeht. Und der dritte Verse wird sehr geil eingeleitet, meiner Meinung nach. Nur mal so Nerdcheck. Ich freue mich morgen auf die Fahrt zur Arbeit auf jeden Fall. Mhm. Leon, hast du was? Ich habe 4 Songs. Alter. Also wenn ich mich beschränken muss, beschränke ich mich, aber es wird schwierig werden. Ja, dann hau jetzt mal raus, wir gucken mal. Alle vier sind für mich momentan so ultimative Heavy Rotations seit ein paar Monaten. Das eine ist von Grammatik, Satoshi Nakamoto, schreibe ich in den Chat rein, ist für mich einer der absolut geilsten modernen Hip-Hop-Tracks, der für mich nach Oldschool-Rap klingt. Also der klingt für mich so ein bisschen nach ich weiß gar nicht, so Nas oder Rakim. Nenne ich Rakim Nas. Ein bisschen, also Oldschool American Rap. Grammatik heißt der Rapper, oder? Genau. Grammatik, Adrian Lau und Prop Course. Grammatik?
Satoshi Nakamoto. Das sind zwei Worte, wie gesagt, schreibe das in den Chat rein. Zweite ist Alles auf Rausch von Feine Sahne Fischfilet. Das ist so ein Song, der für mich mega Energie hat. Ist zum Whisky-Trinken völlig ungeeignet, aber richtig geil zum Autofahren. definitiv, man fährt auf jeden Fall zu schnell. Das ist für mich so ein bisschen so ein Gefühl von Paddy und mir. Also Paddy, ich weiß gar nicht, ob Paddy den Song überhaupt kennt, aber es ist für mich so ein Gefühl von dem, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Mit viel unterwegs sein, viel im Essen, viel mit Menschen unterwegs zu sein. Also gar nicht mal so sehr Rausch im Sinne von besoffen, aber in dieses Thema von, es geht alles so schnell und es passiert gerade sehr, sehr viel auch. Und das trägt dieses Gefühl von mir gerade ziemlich, ziemlich gut. Das Dritte, was mich gerade mega anspricht, ist ein richtig klassischer Assi-Brit-Rap-Song. Taste von, Make It Shake von dem Rapper Taste. Ein richtiger Lauch, also der ist noch weißer als ich, halbes Hemd ohne Ende, aber du siehst schon ganz genau, der ist in der Gegend aufgewachsen in England, da willst du nie hin und mit dem willst du dich auch nicht anlegen, wenn du dir das Video anguckst. Also der sieht aus wie 14, aber der haut dich wahrscheinlich aus den Latschen, aber der Song hat einen Flow, der ist nicht von dieser Welt, aus meiner Sicht. Ich find den Song mega geil, aber ist halt richtig klassischer non-political piep, 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 deine piep, piep, piep Musik, so. Aber richtig geil. für Leute mit Rhythmusgefühl definitiv die Shit. Und bin ich sehr gespannt. Damit man noch mal so ein bisschen was halbwegs Intellektuelles mit drauf hat. Auch ein Song, der mir richtig gefällt, ist Mistakes von Phil Dell. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ist eine Künstlerin, die eine mega geile Stimme hat und aus meiner Sicht so Elektro mit, wie auch immer man das nennt, Frauengesang mischt. Richtig geiler Scheiß. Finde ich auch extrem gut. Das sind so gerade Songs, die bei mir in einer absoluten Heavy Rotation laufen und die völlig unterschiedliche Atmosphären tragen, aber Völlig gelogen. Der hört die ganze Zeit Yalla Goodbye, weil ich weiß, dass er das hört, aber das auch. Das ist so genau. Unser Song eigentlich. Ja, gut, Paddy, pass auf, dann müssen wir jetzt noch zwei Songs reinmachen, die wir miteinander verbinden, weil da haben wir nämlich auch einige. Oh, das sprengt den Rahmen. Stimmt, also auf der einen Seite ist es natürlich denn hier, du hast ja noch einen raus, habt ja hier Lambo Lambo auch noch hier von Kitsch Creek und sowas. Oh, der ist geil. Da haben wir ja Standard total abgefeiert und das war auch schon echt hart. Also Standard und Yalla Goodbye fällt mir ein und Ibis Hotel von Dings. Das waren so Songs, die mir auf jeden Fall eingefallen. Also die verrückte bunte Nächte mitgemacht. Mit freiem Oberkörper getanzt und solche Sachen halt. Ja. Ich finde halt immer noch auch Bad Boys. Das ist einfach immer noch den Soundtrack von Bad Boys. Finde ich einfach immer noch. Der ist aber Gold, auf jeden Fall. Ja. Also aber da könnte man, glaube ich, ewig, also wir könnten eure Playlist, glaube ich, überfüllen mit einem riesen Füllhorn an Musik, die wir halt nice finden, aber Das ist genau das, was Olli und uns, Olli und mir auch aufgefallen ist. Majestät. Dazu habe ich gleich noch eine Story, ist auch geil. Also ist Olli und mir auch aufgefallen, dass wir unbedingt mal so einen Abend machen müssen, einfach gemeinsam irgendwie sich hinsetzen und wir haben beide auch eine Plattensammlung und dann halt wirklich so einen Plattenabend machen, dazu ein, zwei gute Whiskys trinken und einfach so die Musik einfach mal zelebrieren, ne? Auch so dieses Auflegen von einer Platte ist dann natürlich nochmal irgendwie viel geiler, als wenn du irgendwie so Spotify spiel bitte oder keine Ahnung, ne? Da haben wir richtig Bock drauf. Und sicher, so eine Playlist, du hast irgendwie gerade zwei Sachen gefunden, da kommen dir die nächsten drei in den Kopf. Ach, hätte ich doch mal das gemacht. Ist auf jeden Fall so, das geht ins Unendliche, sage ich euch. Und wir fangen irgendwann an, im Übrigen, Olli, das habe ich dir noch nicht gebeichtet, aber das müssen wir auf jeden Fall machen. Irgendwann sagen wir, jetzt ist Schluss, jetzt kommen erst neue Sachen drauf, wenn wir hier 10 runtergehauen haben. Ja, dann hauen wir aber die Gäste-Tracks runter, das ist doch okay.
Oder wir machen so eine zweite Liste für unsere Besuchssessions. So. Ja, nein, Spaß beiseite. Ich finde es ja cool, dass ihr da so Feuer und Flamme dabei seid und hier unsere Liste bereichert. Von daher passt. Finde ich super. Schick. Ich finde das auch mega. Das ist wie so ein Gastgeschenk. Home Turf, ja, Baby. Home Turf. Ja, ich wollte nur ganz kurz zu dem Plattenauflegen-Abend mal so eine ganz kurze Story mal eben aus meinem Leben erzählen, weil ich da gerade extrem drüber lachen muss. Der Mann, ich weiß zwar nie, ob er diesen Podcast hören wird, aber Alex, du sei lieb gegrüßt. Ich bin irgendwann mal, also da habe ich noch in meiner alten Firma gearbeitet und da ist der eine oder andere Feierabend mal ganz gerne eskaliert. IT-Branche, ich bin mit dem Fahrrad dahin gefahren, das waren so 10 Kilometer, immer schön halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück, war immer mega nice. Und da haben wir dann den ein oder anderen, also ich habe halt immer in meinem Büro Whisky stehen gehabt, immer. Und immer Gläser und wir haben auch immer Bier gehabt und das war halt irgendwie immer chillig und wir haben wirklich auch eine sehr, sehr gute Connection da gehabt. Also ich habe meinen alten Arbeitgeber nur dafür verlassen, weil ich halt meiner Passion folgen wollte. Nicht, weil das halt irgendwie blöd gelaufen ist. Ich halte den immer noch sehr hoch. Aber Paddy, ganz kurz, du hast damals Whisky stehen in deinem Büro stehen gehabt, du hast heute Whisky in deinem Büro stehen. So ganz verstehe ich. Ja, also im Prinzip ist es so, dass ich jetzt so wahrscheinlich 5000 Flaschen oder sowas da mehr als das stehen habe, weil ich das Lager direkt vor mir habe. Aber ja, und auf jeden Fall ist es dann so, dass ich mit dem einen Kollegen, der hat relativ neu angefangen und wir haben dann halt, ja, ich weiß nicht, wir saßen dann bei mir im Büro und dann ein Bierchen gab das andere und dann noch ein Drämpchen hier, ein Drämpchen da und irgendwann war das so, der wohnte um eine Ecke von der Firma und der war so, ey, lass mal zu mir, wir haben, glaube ich, den gleichen Musikgeschmack, was total stimmte und er war so, ich habe richtig geil, ich habe Platten, müssen wir zwar leise auflegen, weil meine Frau und mein frisch geborenes Kind, die schlafen, aber das kriegen wir schon hin, weil Männer ja denken so, du bist dann halt ein Ninja, weißt du, wir kamen da rein wie rappelvoll, wie die Haubitzen, hätte ich fast gesagt. Und der war so, ne, so, ja, das wärmste Jäckchen ist ein Cognacchen, hat aus seinen geilen Cognac-Schwenkern uns erstmal ein Henny eingeschenkt und noch ein Bierchen aufgemacht. Und dann stand ich halt vor seinem Plattenteller und ich habe dann halt die Platten angefangen durchzugucken und ich bin echt ausgeflippt. Der hatte so geile Platten da. Und wir haben dann auch die nochmal auflegen und die und nur so hier A Tribe Called Quest und Nas und hast du nicht gesehen. Nur die guten Schinken von früher. Und das war extrem lustig. Und irgendwann steht dann halt seine Frau im Nachthemd so mitten in der, so macht die Tür auf, reißt die auf, weil die will eigentlich eskalieren. Aber ich stehe halt da fröhlich wie so ein, ne, vor der Platte. Ich so, hi, ich bin Paddy, wir kennen uns noch nicht. Schön, dich kennenzulernen. Und halt ihr so die Hand in, weißt du. Und die war so, hallo. Macht ihr noch lange? Ist ein bisschen laut. Ehrlich. Klassiker. Ja. Hätten die alles deeskaliert. Mhm. Troubleshooter, sehr gut. Ja, aber solche Abende sind natürlich die besten. Ne? So unverhofft kommt oft, sowas zu entdecken. Dann Mucke dazu, mega. Oh, ist alles okay, Paddy? Alter, sorry, ich muss einfach gerade mal einfach mal die Party crushen. Benro macht 10 Casks drin. Ich will noch eine Flasche haben, Mann. Der ist echt in den Top 10 der geilsten schottischen Whiskys. Wie hat der das gemacht? Hast du das gemacht? Alter, was war denn das? Ja, du hast gerade so einen Effekt drauf gehabt auf deiner Stimme, wo man denkt, du hast irgendwie den Ben Romach so 0,5 schon weg von der 0,7er Flasche. So klangst du gerade. Ja, das war, weil die Internetverbindung gerade eingeknickt ist. Genau, in dem Augenblick, aber das war so aber geil. Aber wie geil. Das war voll bossmäßig gerade. Das war so geil. So. Ben Romach 10 Cask String. Das war alles geplant. Ja. War auf jeden Fall cool. Ben Romach 10, ich habe ich kann es ja jetzt schon sagen, weil das wird ja, wir strahlen ja erst die Challenge aus. Und in der Challenge habe ich den 15er beim All-Day-Dram quasi reingenommen. Weil der ist einfach so gut, das ist so ein Ding, kannst du immer, der schmeckt immer, da freut man sich immer drauf. Das ist immer was Schönes, das macht einfach Spaß, das Ding. Und der 10er, also selbst der normale 10er ist geil.
Absolut. Und jetzt, ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein, ich habe einen fetter Kern Fior genommen, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Aber jetzt, wo du es sagst, ich hätte tatsächlich auch einen Ben Roma 15 nehmen können, weil meine Eltern, Paddy, weißt du noch gar nicht, meine Eltern haben mir ja noch einen geschenkt, weil sie mitgekriegt haben, dass der alte vom Markt geht, das alte Design. Was macht meine Mutti? Geht ins Internet und schießt noch eben noch einmal die alte Flasche und drückt mir die beim letzten Besuch in die Hand. Ne, solche Eltern, also muss man einfach haben, geil. Die unseren Kanal gucken, bei unseren Tastings mitmachen und sich dann daraus eigene Whiskys aussuchen, die mir dann schenken. Echt extrem geil. Also ich muss auch wirklich cool. Ich muss echt mal sagen, Respekt an meine Mutti, was so wirklich die Whisky-Auswahl angeht. Die haben mir ja zu Weihnachten einen Ben Rome, einen Long Row Red geschenkt, Cabernet Sauvignon und einen Ben Roma 15. Also ich glaube, ich hätte es mir besser nicht aussuchen können, ehrlich gesagt. Krass. Auf jeden Fall eine geile Wahl. Definitiv. Aber ja, also Ben Roma 15 ist auch einfach ein Brett. Und der 10er, der ist so cremig. Der ist so ölig. Ich habe selten so einen öligen Whisky im Glas gehabt, ey. Ja. Die können was. Und die sind total unterschätzt, finde ich. Das ist so ein Ding, irgendwie viele, weiß nicht, haben die überhaupt nicht auf dem Radar. Und was ich sagen muss, ich habe noch nie einen Ben Roma im Blind Tasting erkannt. Ich gehe immer davon aus, also zum Beispiel den 10er Cask Strength packe ich immer irgendwo auf eine Insel. Weiß nicht warum. Also wir haben jetzt am Wochenende hatten wir mit unserem Whisky-Stammtisch in Leipzig einen Blind Tasting. Es war total cool, hat total viel Spaß gemacht. Und da war dann irgendwo gegen Ende auch genau der, wo ich mir so dachte, krass. Also wie rauchig der erstens ist, wenn man blind verkostet. Irgendwie, wenn man weiß, was drin ist, blendet man es vielleicht doch noch ein bisschen aus. Aber wenn man blind verkostet, hat man das wirklich intensiv und das ist geil. Und was für eine hohe Qualität der einfach hat. Auch diese krasse Salzigkeit. Und ich habe das Gefühl auch jetzt schon wieder. Ne? Vielleicht, weil wir den Samstag erst im Glas hatten. Ich habe seitdem auch keinen Alkohol getrunken, also von Samstag zu heute. Und ich habe jetzt auch wieder voll dieses Küstending auf der Zunge. Wirklich, ne? Also richtig krass. Also ich könnte auch sagen, das wäre ein Eiler, ein Inselmalt, ne? Oder irgendein Küstenmalt oder so. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich da getippt habe damals, aber ich lag auf jeden Fall auch voll daneben. Ben Rumach habe ich nicht getippt. Auf keinen Fall. Ja, würde ich mega interessant finden, was bei uns bei rauskommt, wenn einer von uns beiden dem anderen mal blind Ben Rumach einschenkt. Haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, meine ich. Den Gedanken hättest du für dich behalten sollen. Damn. Das Ding ist durch. Das Ding ist jetzt offiziell durch. Nee, ist es nicht, weil wir uns so oft so viele verschiedene Blind-Tastings reintun. Also das ist überhaupt kein Thema. Wenn ich Paddy in den Monaten Ben Roma vorsetze, dann ist das wieder weg. Ich weiß nicht, ob ihr mich lange genug kennt, aber ich höre nicht zu. Wer bist du denn? Und trink Whisky und dann ist halt gut. Du könntest mir jetzt sogar meinen eigenen Ben Romach einschenken und ich würde wahrscheinlich sagen, geil, ist der umsonst? Nice, danke. Ist gut. Oh, ey. Alter. Ah, schön. Hab ich dir was Gutes zugeschickt, oder? Paddy? Ja. Was war das noch? Also ich muss sagen, der Cognac hat mir sehr, 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 sehr gefallen. Und den Righteous Tears fand ich auch mega nice. Und ich freue mich auch über die braunen Flaschen. Die sind immer nicht so häufig. Und die werde ich dann schön abwaschen und dann wieder aufbereiten. Und kannst du Augentropfen reinmachen und dann so abends auf der Couch mal so. Ja. Also ich bestelle die nur noch, die braunen Flaschen. Ich bestelle mir dann immer irgendwie gleich 100 Stück. Und hab die dann einfach da und man denkt gar nicht, wie schnell die weggehen irgendwie, dass man mal kommt, also wie gesagt, es kommt natürlich irgendwie im Forum zum Beispiel immer mal die Frage hier, kann ich davon ein Sample haben? Ich hatte auch meine Sample-Liste so mit drin, was ich gerade aufhabe, wo ich bin natürlich nicht mit allen Flaschen irgendwie da bereit, was abzugeben, aber mit manchen schon. Und das geht immer relativ fix und dann kommt mal jemand vom Stammtisch an und sagt so, hier hast du mal noch eine Sample-Flasche. Und ich finde die braunen halt auch irgendwie mega nice. Ich weiß nicht, vom Feeling her sind die cool. Ich muss mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, weil ich den Ben Roma 10 hier immer noch so krass auf der Zunge habe. Ist der durch das Design verändert worden oder ist das der gleiche Whisky weiterhin? Soweit ich weiß, gibt es den in Fassstärke nicht mehr. Doch. Doch, gibt es alles noch. Das ist ja genau das, was wir neulich besprochen hatten, Paddy. Wir hatten ja im letzten Video, hatten wir den Ben Roma 15, richtig. Es war so, wir haben das Video zum Ben Roma 15 released vor ein paar Wochen
Und da hatte ich vorher Andrea Carminacci angeschrieben von Schlumberger, der für den, also ne, der arbeitet für den Importeur, der Ben Romach nach Deutschland holt. Und der meinte, dass der Ben Romach 15 alt und neu keine Veränderungen hat, soweit er weiß. Er hat aber auch dazu gesagt, die Informationen, die sie haben, was für mich in Klammern immer so ein bisschen bedeuten könnte, wir wissen es halt vielleicht einfach nicht sicher. Ich meine aber, dass der wiedergekommen ist, Paddy, der Zehner. Ich glaube, dass der nur irgendwie, bin mir nicht sicher. Also dann kann es sein, dass ich einfach mal wieder nicht zugehört habe. Also vor dem Redesign gab es ja diese Umstellung von Ben Romach 10 100 Proof auf eine Vintage-Abfüllung. Genau. Was wir jetzt haben, ist im Endeffekt, also wir hatten früher quasi ein gleichbleibendes Produkt, was in Batches von mir aus abgefüllt wurde. Die haben jetzt geändert zu einer Vintage-Abfüllung, die auch in Batches abgefüllt wird. Und zwar ist das dann, je nachdem, wann der destilliert wurde, ein unterschiedliches Batch. Also es ist eine ganz, ganz komische Rechnung. Das heißt, ich kann unter anderem im Jahr 2020 dreimal Batch 1 haben. Ja, aber gut, wenn man ganz ehrlich ist, ist das natürlich sogar fast die, also aus Nerd-Sicht, die coolere Variante, weil ich dann theoretisch, wenn sie es denn so machen, wie ich es mir vorstelle, mit Batch 1 2010 zu 2020 mit Batch 1 dann immer exakt den gleichen Whisky aus der gleichen Fasscharge bekomme. Mhm. Während wenn ich halt quasi, wenn die Batches nicht angegeben werden, kannst du ja theoretisch auch in Chargen abgefüllte Whiskys haben, die dann aber halt nicht gelabelt sind. Das war ja so ein bisschen das Thema bei Blair, was ich ganz cool fand, dass die theoretisch dann halt irgendwie, keine Ahnung, 100 Fässer gedammt haben, haben den dann bei Blair 95er Vintage genannt, rotes Label drauf, und dann war das eine Abfüllung. Und wenn du die gekauft hast, hast du auch exakt denselben Whisky wiederbekommen. Deswegen finde ich das Konzept eigentlich gut, muss aber sagen, dass ich es bei Ben Romach sehr verwirrend finde, weil sie es ja vorher nicht gemacht haben. Und dadurch wirkt es jetzt, als wären es einzelne Abfüllungen, was dann strange ist, weil, wie gesagt, ne, genau deswegen, was wir jetzt alle haben, wir alle mögen den, wir alle feiern den. Und wenn wir den kaufen wollen, dann sind wir jetzt als Kunden verunsichert, kriege ich jetzt den gleichen Whisky wieder, sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Na, also das ist halt. Und Paddy, du hast uns jetzt aber so einen alten abgefüllt, oder was? Also den 10-jährigen. Genau. Ja, genau, genau. Okay. Das war der hier 10er, Standard, Fassstärke, das, was noch da ist. Auch eine lustige Geschichte. Nee, das ist schon der neue, oder? Nein. Geh mal näher ran. Geh mal näher ran. Neben dem roten ist da nicht ein Batch? Nee, nein. 100 Proof. Das ist noch der alte. Stimmt. Ja, 100 Proof ist der alte. Lustige Story. Ich habe den in der Verpackung, also ich habe bei mir zwei Regale. Ein Regal verschlossene Whiskys. Ein Regal offene Spirituosen. Muss man so sagen. Das ist nicht nur Whisky. Also ich versuche das so, ihr habt ja auch immer so, ne, so zweistellig soll es bleiben irgendwie, ne, so ein bisschen, dass man sich halt ein bisschen selber beschränkt. Bei mir beschränkt, also ich einstellig soll es bleiben. Ja gut, okay. Also 99 Flaschen offen wäre jetzt für mich nicht so schwierig, glaube ich. Stimmt, einstellig soll es bleiben. Ich habe irgendwann mal wollte ich nicht mehr als 10 Whiskyflaschen da haben, ob geöffnet oder geschlossen, völlig dran vorbeigeschossen mittlerweile. Ich würde gerade sagen, Alter. Genau. Mittlerweile versuche ich halt nicht mehr als 10 gleichzeitig offen zu haben, einfach nur wegen Oxidation und keine Ahnung was. Ja. Auch schon schwierig. Und das, was ich dann halt verschlossen habe, also hier im Büro sozusagen, habe ich meine verschlossenen Flaschen, die ich dann irgendwann mal halt aufmachen werde. Und ich rolliere dann durch. Ne? Wenn eine leer ist, mache ich die nächste auf. Was auch nicht immer klappt. Meistens bin ich irgendwann so gierig auf eine, mache ich die auf, aber ist nicht so schlimm. Ich versuche mich aber wenigstens so halbwegs im Rahmen zu halten und mir nicht 1000 Abfüllungen oder sowas dann zu kaufen, wo ich halt irgendwie Bock drauf habe. Das bin ich immer gelingt. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach so, dann war das so, dass ich die Flasche, ich glaube, ich habe mich selber ausgetrickst. Und ich glaube, das war mein betrunkenes Ich. Mein betrunkenes Ich passt immer sehr gut auf mich auf. Als ich meine Sturm- und Drangzeit singlemäßig hatte in meiner eigenen Wohnung, bin ich oftmals morgens aufgewacht auf meiner Matratze, die auf dem Boden lag. Und neben meiner Matratze war dann halt noch ein Döner und Wasser und Süßigkeiten, die ich in der Nacht vorher gekauft habe. Also mein betrunkenes Ich passt immer sehr gut auf. Und ich glaube, das hat da wieder zugeschlagen, denn mein betrunkenes Ich hat die Ben Romach 10 Flasche verschlossen, in die Verpackung getan und in mein Regal getan zu den verschlossenen Flaschen.
nach hinten versteckt. Und dann war ich so, geil, ich habe noch eine volle Flasche Ben Romach 100 Proof. Mega geil. Richtig gut. Die muss ich auf jeden Fall aufsparen. So, vor kurzem habe ich dieses Regal neu strukturieren müssen oder neu strukturieren wollen und habe mir gedacht, so, ja, muss doch mal aufräumen, muss doch mal putzen, ne, mal hier Flaschen abstauben und so weiter. Staub das alles ab, nehm diese Verpackung hoch und denk so, das ist keine volle Flasche. Also, ne, wenn man lange genug Ware kommissioniert hat, weiß man halt, wie eine volle Flasche sich anfühlt. Und ich war so, das ist doch keine volle Flasche. Mach auf, guck so, halb leer der Scheiße. Und ich so, what? Ich hätte das den Dezember ganze Zeit trinken können. Ich habe ganze Zeit nach diesem Whisky gelächzt. Ich war so, oh, der ist so gut. Ich möchte so gerne trinken, aber ah, die offen, die ist noch zu. Die willst du nicht aufmachen, die willst du nicht aufmachen. Und dann habe ich das gesehen und ihr und wir sind jetzt die Ersten, die aus dieser Flasche mal wieder einkriegen. Das ist geil. Ein Traum. Ja. Und ich finde, es ist wirklich, wie gesagt, ich hab mir nur wenig eingeschenkt. Jetzt mal zum Vergleich, so das Sample ist irgendwie fast voll. Aber das ist auch, ich muss mir, glaube ich, ein bisschen nachschenken. So das eine CL, das war nicht mal ein CL. Ich kann ja meine Flasche zeigen. Ne? Sieht ein bisschen anders aus. Olli. Ja, läuft bei dir. Guckt gerade keiner hier, aber egal. Ja, Tim, ich mache mit. Ich schenke mir auch ein bisschen nach. Ich muss auch sagen, ich war auch brav und habe nur die Hälfte rein. Aber als kleiner Abschluss, ich würde auch sagen, wir können so ein bisschen langsam zum Schluss kommen. Ich würde sagen, dass das auf jeden Fall nochmal ein schöner Feierabend. Wir haben die 3 Stunden neulich geknackt vom Cars Counter. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, nicht nur die 3 Stunden vom Tilo, sondern einfach mal auch das Limit von Zoom. Mehr macht es halt nicht. Ich habe mir zwischendrin einfach mal noch schnell ein Bier aufgemacht, um im Gegensatz zu unserem letzten Livestream beziehungsweise Podcast habe ich mir diesmal alkoholfreies Bier besorgt. Weil beim letzten Mal war es echt grenzwertig, dazu irgendwie 2 Bier zu trinken. Das war wirklich hart. Ich fand es extrem. Alkoholfreies ist hier der Weg. Ist hier der Weg. Das ist auf jeden Fall geil. Ich fand es extrem gut und extrem lustig, weil ich den Fehler auch immer wieder gemacht habe. Ich denke immer so, ach komm, so ein Bierchen mit einem Whisky, gar kein Thema. Doch. Null. Doch. Das ist immer ein Fehler. Jedes Mal ein Bein und jedes Mal sitze ich dann da. Ja, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Naja, ich weiß, du hast ja schon das dritte Tanzzeit laufen. Das zweite. Olli ist auch. Das zweite. Geil, eigentlich hätte ich auch echt Bock auf ein Bier. Und ich bin auch ein bisschen älter als ihr, von daher darf ich das. Ja, aber nur ein bisschen, ne? Nicht so, ja. Nee, du bist nicht so viel, so weit weg von mir. Nee, ich glaube, wir beiden sind schon nah beieinander. Aber ich bin das immer mit dem Tim. Wir sind ja 10 Jahre auseinander, der Tim und ich. Von daher, das appliziere ich natürlich dann immer auch auf andere Situationen. Ich tippe darauf, dass Tim der Jüngste ist. Tim, welcher Jahrgang bist du? 87. Ja, dann bist du der Jüngste. Dann haben wir genau die Staffelung. Damals. Als die Gummistiefel noch aus Leder waren, ne? Ich sag euch. Aus Holz. Ja. No. Oder? Okay. Gummistiefel waren früher aus Holz. Ja. Das war noch andere Zeiten. Da musste man sich noch wirklich was einfallen lassen, dass man mal unter den Pulli kommt bei der Frau, weißt du? Das war nicht so einfach wie jetzt. Hier Tinder, rechts swipen. Und, also ich glaube, jetzt gerade ist es wieder ein bisschen schwieriger mit Kontakten. So. Ja, das sagst du. Frag mal Leon. Das wird eure beste Sendung. Ich sage euch das jetzt schon. Das wird mega. Das ist FSK 21 gleich. Ah, schön. Apropos, nee, es gibt gerade ein witziges Video von Jan Böhmermann zu dem Thema mit Tinder. Das ist ganz schön gut. Ab in den Tindergarten, sage ich immer. Ne? Böhmi ist auch super. Ja, auf jeden Fall. Feier den Typen auch hart. Ich höre auch mal sehr gerne Fest und Flauschig und muss dabei mal so ein bisschen an euch denken und an uns als YouTuber, weil ich mir immer denke, eigentlich wäre es genau das, was wir machen müssten. Und das ist ja auch so lustig, weil er erzählt ja auch mal Geschichten aus Bremen. Er ist ja Bremer. Und ja. Da kommt immer irgendwie, ja, damals in Wegesack. Und dann war ich da und dann immer so, ja, cool, ich wohne hier. Das ist so einfach. Ja, ja, Bremen. Stimmt. Da gab es mal diese total geile, was war denn das, so eine Mockumentary mit diesem Pferd, wo diese unendlich vielen Juwelen und Gold von irgendeinem Piraten in Bremen drin versteckt wurden. Müsst ihr euch mal reinziehen, wenn ihr das noch nicht kennt. Ich meine was anderes, aber klingt auch geil. Aber ich hab was noch, ich weiß nicht, ob es noch Jan Böhmermann sogar.
Ach so, okay. Dann muss ich es auf jeden Fall mal angucken, weil ich feier ihn ganz schon ein bisschen. Aber ihr kennt doch bestimmt die Originaldokumentation irgendwie den Kneipenterroristen aus Schleswig-Holstein. Ach du Scheiße. Der Fugbaum. Und es gibt tatsächlich darauf eine, ich glaube, es ist auch eine Mockumentary, die quasi später gedreht wurde, die aber im Grunde genauso wirkt wie aus den, keine Ahnung, frühen 80ern in Bremen, auch über Jugendliche, so eine Jugendbande, die da irgendwie in der Kneipe sitzt. Und es ist, ich habe das geguckt, ich habe es mega abgefeiert. Es hat mir irgendjemand geschickt und ich dachte mir so, oh, wie cool, das ist ja genau wie da, ähnlich wie bei den Kneipenterroristen. Haben sie da halt damals, ist auch genauso gemacht. Du hast das Gefühl und du denkst wirklich, du schaust dir auf YouTube eine alte Dokumentation aus den frühen, aus den Mid-80ern ungefähr oder End-80ern, Anfang 90ern an. Und ich glaube tatsächlich, dass es aber fake ist, dass es halt nachgemacht wurde. Mhm, aber es ist genau. So original, authentisch. Ja. Du denkst wirklich, es ist genau das. Mega. Also, so ist die mit dem Schatz, der in Bremen verborgen ist. Deswegen ist nämlich Bremen auch ein eigenes Bundesland. Und da gibt es irgendwo eine große Reiterstatue. Und in dieser Statue ist quasi dieser Schatz verborgen. Und da sind die quasi so hingefahren und auf einmal kamen wirklich so von allen Ecken Polizisten und Agenten und haben so gesagt, so, was machen Sie hier, wieso filmen Sie hier und so. Hat halt alles sehr, sehr echt gewirkt. Mega witzig, irgendwie eine total abstruse Story über irgendeinen Piratenonkel erfunden. Schaut euch das mal an, gibt's glaube ich auf YouTube noch. Geil. Bremen ist schon eine schöne Stadt. Ja, wenn wir nächstes Mal bei euch sind, dann gehen wir schön essen, Bremer Knipp und sowas. Und dann... Wenn es so wieder so weit ist, ne, also das soll keine Androhung sein, sondern eine herzliche Einladung. wenn es wieder so weit ist, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr einfach hierher kommt. Dann zeige ich euch mein Bremen, dann zeige ich euch das, was man hier so machen kann. Dann gehen die ersten 3 Drinks auf mich und die nächsten 5 auf Leon. Und dann machen wir auf jeden Fall mal was Schönes und dann, keine Ahnung, also dann, weiß nicht, lassen wir die Kamera mal aus und dann machen wir FSK 37 und... Ja, da darf ich nicht mitmachen. Ja, ich glaube hier die, weiß nicht, das Grüne, was der Tim noch hinter den Ohren hat, das waschen wir mal weg. Ü30 okay. Ist dann Ü30-Party in Bremen und danach ist dann okay. Mit Weserwasser. Gehen wir alle am Stock. Weggemacht. Ja. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich auch. Wirklich hart Bock. Ihr seid feine Jungs und ich finde es immer toll, bei euch im Podcast zuzuhören. Und alle, die jetzt auch nochmal hier zuhören oder sowas, das ist auch was Schwachsinn, ne? Alle, die zuhören, abonniert den Podcast. Okay, ihr habt den wahrscheinlich schon abonniert. Erzählt anderen davon. Wenn ihr diesen Podcast hört und ihr wirkliche Fans von Dram Good seid, dann müsst ihr mindestens 2 Freunde dazu bringen, diesen Podcast hier zu abonnieren. Und dazu müssen die Leute dann auf jeden Fall die Malt Mariners abonnieren. Mindestens. Also auch ganz große Empfehlung von uns, unabhängig davon, dass wir uns irgendwie gegenseitig sowieso sympathisch, cool und liebenswürdig finden, ist natürlich euer Kanal auch immer, also ich weiß nicht, ich gucke einfach und höre einfach gern zu. Also da ist es aber ähnlich, um euch irgendwie erleben zu können, braucht man theoretisch das Video fast gar nicht, weil ihr auch durch eure Stimmen und so die ganze Aura, das Ganze auch so cool rüberbringt. Macht einfach Spaß zuzuhören und von daher auch an euch da draußen, die hier rumhängt, schaut bei YouTube vorbei, schaut auf der Website dabei, die Malt Mariners. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Sehr gerne. Danke, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid, auch wenn das am Anfang noch ein bisschen holprig war. Nein, Tim, du hast mir das ganz anders erzählt, das muss man jetzt mal so sagen. Du hast gesagt, du hast nicht zugehört. Haben uns eingeladen für den Donnerstag. So geil, dass auch die gleiche ist über uns. Das Geile wird sein, ich poste in die Shownotes den Chatverlauf, Alter. Das kannst du machen, keine Ahnung, was weiß ich denn, was da steht? Das habe ich schon längst wieder vergessen. Eben. Das Geschwätz von gestern ist ja hier. Ist Nein, ihr Lieben. Ich muss auch ganz kurz nochmal sagen, bevor der Tim jetzt die große, jetzt schon Tschüss sagt. Ich habe Ja, das klang gerade so, als wäre es hier im Grande Finale. Ich habe... Das fängt ja wieder von vorne an, ey. Nee, genau, Sample 1 nochmal. Nein. nochmal den Cognac. Nein, ich wollte sagen, wir sind ja gerade in so einer beschissenen Lockdown-Situation, die uns alle total ankotzt, auf total vielen Ebenen. Aber es gibt in diesem vielen Dunkeln auch ein bisschen Licht. Und das ist die Tatsache,
dass wir viel, viel mehr Folgen produzieren, als wir das normalerweise gemacht hätten. Wir waren ja im Modus eine Folge im Monat. So, ne? Und ich würde behaupten, wenn wir diese ganze Situation im letzten Jahr nicht gehabt hätten, dann wären wir auch gar nicht so aufeinander aufmerksam geworden, beziehungsweise hätten wir auch gar nicht den, dann hätten wir gar nicht den Elan gehabt, da auch so viel zu machen, dass es für euch auch Visibilität gegeben hätte, auch wenn Paddy mal einmal im Monat mal eine Folge gehört hätte oder so, dann hätten wir uns, glaube ich, gar nicht so kennengelernt, virtuell, so wie wir das heute haben. Hätten wir mit Sicherheit nicht. Und von daher würde ich mal sagen, man darf ja nicht sagen, das ist was Gutes in dem Ganzen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich finde, das ist wirklich so ein Licht in der Dunkelheit, dass Dramgood und die Malt Mariners da so zueinander gefunden haben. Und das geht mir echt ans Herz. Was übrigens noch ein kleiner Funfact ist, immer wenn ich Malt Mariners in mein Handy eingebe, dann bekomme ich Malt Marinaden. Und ich grill ja gerne und so, ne? Und über Marinade mache ich mir immer viel Gedanken und sowas. Ne? Und dann denke ich mir immer, irgendwie müsste mal so eine geile Grillmarinade von Malt Mariners nochmal irgendwie an den Start kommen. So mit Rauch drin und so. Ne? So und maritim Salz. Männer auch. Die Malt-Marinaden. Ne? Immer wenn ich muss dann immer aufpassen, dass ich das nicht rausschicke. Weil meine Autokorrektur macht immer die Malt-Marinaden. Das ist doch mal eine Idee. Da ist doch wenigstens noch Marge drauf hier. Die Malz-Marinierten nennen wir uns dann einfach. Du so ein bisschen Salz, ein bisschen Geruch rein, Schluck Whisky drauf, dann kannst du da 10 Euro für so eine Büchse nehmen. Ja, wir machen einfach so ein Whisky-Ding noch auf, wo halt alles mit Whisky verkauft wird, nur kein Whisky. Wir hatten ja die Idee, mal so eine schöne Lafroig-Seife zu machen für Herrn. Ja, Lafroig-Seife. Damit die Hände auch richtig gut riechen, wenn man sie gewaschen hat. Nämlich nach Lafroig. Mhm. So, ich glaube, das wird nicht besser heute, ihr Lieben da draußen. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Paddy, Leon, schön, dass ihr uns unterstützt habt. Olli, schön, dich zu sehen. Hashtag Whisky und Liebe. Unbedingt. Ja, Paddy immer sagt. Whisky und Liebe. Und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt schön gesund. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Wenn ihr weitere Rants hören wollt und böse Dinge, immer wieder Dramgood anhören. Wenn ihr die coole Show ansehen wollt, na, dann bitte die Malt Mariners anschauen auf YouTube. Danke, danke. Bye, bye. Macht's gut. Tschüss. Bis später. Bis später, genau. Oh, das war ein schönes Ende.